Hallo und herzlich willkommen zur 180. Ausgabe der satanischen Medienagenda. Die letzte Folge von Depeche Mode. Wir arbeiten zumindest dran. Und auch die letzte Folge, wo wir uns jetzt hier mit Musikgruppen beschäftigen wollen. Denn ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit oft genug gemacht. Ich schließe nicht aus, dass man das vielleicht in irgendwelchen Beispielen vielleicht auch mal einfließen lässt. Aber ich denke, das macht keinen Sinn, das ins Ewige weiterzuführen. Da gibt es sicherlich interessantere Themen, die man in Zukunft behandeln könnte. Und jetzt kommt eben die Folge, wo es vielleicht auch mal so in eine ganz andere Blickrichtung geht. Und das hat natürlich immer noch mit Depeche Mode zu tun, wenn auch jetzt nur noch im Augenblick ein bisschen rudimentär. Und nach so viel Einleitung gebe ich jetzt das Wort kurz ab an meinen Co-Moderator, dem Jörg. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Also meine persönliche Meinung dazu ist, wenn das jetzt die 180. Sendung ist, wenn man sich dann mit diesen Musikgruppen weiter beschäftigen will, dann macht man da nicht 180 Sendungen von, dann macht man da ja 180.000 Sendungen von, weil es gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr Musikgruppen, als man überhaupt besprechen kann. Es läuft aber immer alles auf dasselbe hinaus. Und diese Sendung war eigentlich mal gedacht, oder diese Serie war eigentlich mal gedacht, am Anzufangen, um zu zeigen, wie böse unsere Welt ist, in der wir heutzutage sind. Böse in der Hinsicht, dass die zwei Geschlechter, die Gott geschaffen hat, vom Teufel verändert werden in 50 und mehr andere Geschlechter, dass man im Englischen das Wort Sex gebraucht für das Geschlecht eines Kindes damals und dass man heute dieses neumodische Wort, das ist eigentlich ein Kunstwort, ist Gender dafür einführt. Also selbst da wird sogar das Wort verändert, um eben zwischen Anführungszeichen politisch korrekt sprechen zu können, nicht mehr von Sex sprechen zu können. Das ist, hat jetzt nichts mit Sex in dem Sinne zu tun, wie ihr das kennt, sondern da geht es wirklich um das Geschlecht. Im Englischen heißt das, what is the sex of the child? Was ist das Geschlecht des Kindes? Wird man als Schwangere oftmals gefragt, weil man ja heutzutage mit solchen modernen Methoden sehen kann, noch vor das Kind geboren ist, welches Geschlecht es hat. Aber das Wort wird verdrängt, wird ersetzt durch das Wort Gender, das wir eben auch kennen im Deutschen. Das ist dann ein schönes, politisch korrektes Wort, das man in vielen Sprachen gebrauchen kann. Das versteht man in Englisch, das versteht man in Deutsch. Und das ist ganz deutlich, was genau damit gemeint ist, nämlich verschiedene sogenannte Geschlechter, die es gar nicht gibt. Und dafür war das im Grunde gedacht, diese Serie, um das aufzuzeigen. Und das ist dann ausgeufert in von Alan, wie heißt er wieder da, Pat oder Tapp? Alan Tapp. Ja, ja. hat eben vor und den letzten und den ersten Buchstaben vertauscht. Alan Tapp ist das ein bisschen ausgewachsen, weil das eine unglaublich interessante Sendung wurde. Und dann haben Leute in den Kommentaren und auch in unseren wöchentlichen Zusammenkünften gefragt, oh, kannst du den nicht mal besprechen und wie ist mit dem, wie ist mit dem? Und ich glaube, heute in der 180. Sendung, wenn wir hier die letzte Sendung davon machen, auch wenn Michael jetzt sagt, hör auf zu quatschen, Jörg, ich will endlich anfangen, kannst du gleich. Ich finde es aber wichtig, dass man das hier zum Abschluss noch einmal sagt. Wir könnten 180.000 weitere Gruppen besprechen, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Wer es in dieser Sendung noch nicht verstanden hat, dass es bei der satanischen Medienagenda, und wir haben uns hier jetzt nur auf die Musik konzentriert im Allgemeinen, es geht um alle Medien, also ein Medium ist etwas, ein Botschafter, sage ich jetzt mal, ich könnte sagen Botschafter, das Wort dafür ist Engel. Na, okay, ein Medium ist etwas, was eine Botschaft weitergibt, was dient dafür, was ein Katalysator ist im Grunde. Ja? Satan gebraucht diese Darsteller in der Musikindustrie unter anderem dafür, um seine Botschaften an euch durchzugeben. Also sind das Katalysatoren. Das sind diese Medien, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass das überall damit dasselbe System ist, der begreift es auch nach 180.000 Sendungen nicht. Der will es nicht begreifen, weil der verschließt seine Augen vor der Wahrheit. Und dem können wir nicht helfen. Und du, bitte schalte dann dieses Video aus. Für dich ist das nichts. Es ist Zeitverschwendung für dich. Es bringt dir nichts. Wenn du nicht bereit bist, hinter den Horizont zu schauen, weiterzuschauen, dass deine Nase lang ist, Studien selber zu machen und dich damit zu beschäftigen, wenn es dir egal ist, dass du dein Leben lang von A bis Z, von der Geburt bis zum Grabe verarscht wirst, bitteschön, dann ist das eben so. Dann können wir dir nicht helfen. Aber wenn es anders ist, wenn mit irgendeinem dieser Videos irgendwo ein kleiner Saatkorn auf fruchtbaren Grund gefallen ist und einer sagt, hey, warte mal, meinst du das jetzt im Ernst? Ist die ganze Welt, alle Medien so schlimm, so böse? Ich gebrauche mit Absicht das Wort böse, weil das ist im Englischen das wunderschöne Wort wicked.
Wicked. Das ist ein ganz, ganz schönes Wort. Ein Wort, das auch oft in der Bibel gebraucht wird. Böse. Die Welt, in der wir leben, ist böse. Und deswegen müssen wir uns zum Guten bekehren, durch Buße zu tun und uns zu Jesus Christus zu bekehren und uns von ihm das ewige Leben schenken zu lassen. Wenn wir verstehen, wie böse diese Welt ist, dann können wir auch verstehen, wie gut Jesus Christus ist. Wenn wir nicht verstehen, wie böse diese Welt ist, dann verstehen wir auch nicht, wie gut Jesus Christus ist. Versteht ihr? Wenn wir so verarscht werden, dass uns das alles, ich sage es mal wirklich ganz flach, dass uns das alles mehr oder weniger am Arsch vorbeigeht, dann geht Jesus uns auch am Arsch vorbei. Und das ist genau das, was der Teufel will. Und da wollen wir mit diesen Sendungen dran arbeiten, dass euch das nicht passiert. Dass euch das nicht am Arsch vorbeigeht. Dass ihr sagt von, ey, ich lebe nicht auf irgendeinem Planeten in der irgendwo in einem äußersten Ende irgendeines Universums und bin völlig unwichtig. Ich bin wichtig, weil Gott hat mich lieb. Und wenn Gott mich lieb hat, wer ist denn dieser Gott, der mich lieb hat? Und warum ist denn jeder in dieser Welt immer gegen diesen Gott? Warum sind denn alle gegen ihn und nur eine Handvoll, jetzt verhältnismäßig gesprochen, nur für ihn? Warum ist das so? Dann bist du mit diesen Studien ganz richtig, um damit anzufangen. Und wenn das heute die letzte Folge ist und das ist die erste, die du siehst, dann würde ich vorschlagen, hast du eine ganze Menge noch vor dir, um noch zu studieren. Dabei wünsche ich dir viel Spaß, weil, nicht vergessen, diese Serien, diese ganzen Folgen, die wir gemacht haben, hauptsächlich Michael mit seinem ganzen Schweiß, die sind deswegen gemacht, dass ihr euch im Eigenstudium darin weiterbildet. Und bitte jetzt nicht abkommen, ja, aber Wikipedia sagt das und in der Bravo steht dies und die Bildzeitung hat das geschrieben. Nee, das sind keine wirklichen Untersuchungen. Wie man wirkliche Untersuchungen macht, hat Michael gezeigt, mit Büchern, die er sich speziell für diese Sendung angeschafft hat und mit seinen tiefgehenden Recherchen und immer alles in der Bibel messen. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr auf dem richtigen Pfad. Zumindest habt ihr schon mal die Richtung des richtigen Pfades eingeschlagen. So, Michael, Entschuldigung, dass ich dir jetzt 10 Minuten geklaut habe, aber das musste ich mir jetzt in der letzten Sendung dieser Serie auch mal von der Leber sprechen. Ja, diese Serie wird also garantiert weiterlaufen, aber halt mit anderen Inhalten und das werde ich auch nicht mehr so exzessiv machen, auch nicht mehr machen können, was einfach zu zeitintensiv ist. Und diese Serie entwickelt sich nämlich ansonsten zu einem Entertainment-Format. Die Leute sagen, ja, mach doch mal das und wann kommt denn diese und interessant und schalte ich wieder ein. Diese Serie war gedacht zum Anregen zur Selbsterkenntnis, zur Selbststudie, dass ihr für eure Interpreten euch da mal anguckt, wo kommen die Wortursprünge her, was bedeutet die Symbolik, auf welchen Covern wird was ausgesagt, wie sehen die Interviews aus und so weiter. Dafür ist das gedacht und dafür reichen 180 Folgen. Es gibt wesentlich wichtigere Dinge, die übergreifend sind in auf ganz andere Medien, die viel, 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 viel durchschlagender sind als jetzt ein Depeche Mode. Und deswegen sage ich also, das muss jetzt in Zukunft echt nicht mehr sein. Und deswegen machen wir heute eine ganz andere Geschichte. Und zwar geht es sich jetzt hier nicht nur um Depeche Mode, sondern um allgemein, was denn überhaupt mit unserer Welt im Augenblick los ist und die ganze Zeit schon los gewesen ist. Guckt mal, womit jetzt dieses Skript hier anfängt. Da steht satanischer ritueller Missbrauch. In Englisch. Warum steht das in Englisch da? Weil es in den 90er Jahren mal eine Geschichte gab, dass da Sachen hochgekocht worden sind und dann halt abgetan wurden als, das ist ja alles, steht auch hier im Skript drin, das ist ja alles satanische Panikmache. Ne? Also Satanic Panic steht da ein paar Zeilen unten drunter. Und das gab es also schon ganz lange, schon ja, tausende Jahre eigentlich, nur es wird immer grundsätzlich aus vielerlei Gründen unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, da wird es mal Zeit, dass wir mal so ein bisschen Frühjahrsputz machen, auch wenn es jetzt gerade hier bei uns Herbst ist. Und deswegen, das ist jetzt hier so, dass es verhunepiepelt wird, dass es kleingeredet wird, dass mittlerweile schon Urteile, die damals gefällt worden sind, revidiert worden sind und so weiter, um alles klein zu machen. Und es gibt genau und speziell gerade in diesem Bereich eine ganze Menge sogenannter Revisionisten, die eben hingehen und jetzt die Geschichte neu schreiben. Nicht nur die Geschichte anders erzählen, sondern auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Und da muss man vorsichtig sein. Es gelten eigentlich immer so die Augenzeugen berichten und die ganzen Geschichten, die da im Hintergrund laufen, mal rauszudröseln und lasst euch nichts von irgendwelchen Medien erklären, das wäre gar nicht so und das ist alles gar nicht so schlimm. Die Geschichten stehen schon in der Bibel drin, dass da halt Menschen ihre Kinder haben, sogenannt, Zitat, durch das Feuer gehen lassen, Zitat, Ende. Das sind Opferungen, die es vor 4.000, 5.000
tausend Jahren schon gegeben haben. Also nichts von wegen, ist alles so neuzeitig, ist alles so Leute, die komische Wahnvorstellungen haben. Genau um diesen Punkt geht es mir jetzt. Und da schließe ich auch Depeche Mode mit ein und absichtlich nicht aus. Ich denke, wer jetzt in den ganzen Folgen nicht gemerkt hat, welche Agenda Depeche Mode haben, für den ist diese Sendung sowieso nichts. Also skippe einfach jetzt mal so 6-7 Seiten vor, bis das nächste wirklich Wichtige kommt, weil das ist jetzt nur viel, viel Information, was man in Wikipedia findet, was letzten Endes nichts aussagt, weil wieder jeder eine andere Meinung dazu hat und so weiter und so fort. Wenn ihr Satan nicht wahrnehmt, dann ist diese Sendung sowieso nichts für euch. Wenn ihr aber denkt, ihr seid geistige Wesen und ihr könnt also irgendwie zwischen Gut und Böse unterscheiden, dann muss es gute Geister und schlechte Geister geben und dann könnt ihr euch vielleicht auch mal auf diesen Standpunkt erstmal ganz langsam hier rantasten. Jetzt haben wir eben schon abgefrühstückt, worum es in dieser Sendung geht. Aber es geht ja um den Punkt, was hat das jetzt alles mit satanischer Musik- und Medienagenda zu tun? Das haben wir ja in der letzten Sendung schon leicht angerissen mit diesem Satanistenmord von dem Pärchen Ruda sozusagen. Ja, das sich am 6.6. geheiratet hat und am 7.6. dann halt diesen Mord begangen hat. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ne? Ich habe gerade die Johns Hopkins University gesehen. Ne? Interessant, gut. Geht weiter. Wie gesagt, Wikipedia schmeißt euch zu mit wertlosen Informationen, weil dieses Thema so brisant ist, dass da keiner reingehen will wirklich. Und wir müssen jetzt auch hier ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und ganz genau formulieren, damit wirklich nicht irgendwelche Menschen aufs Glatteis geführt werden. Übrigens, in der Bibel steht nicht drin, dass die Erde ein Planet ist. Die Erde ist da geozentrisch, also die Erde ist zuerst geschaffen worden. So, hier seht ihr einen Bericht von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aktuell. 3-4 Millionen Dollar nach falschen Satanismus-Aussagen. Nach 21 Jahren im Gefängnis wegen eines satanischen Rituals an Kindern wurde eben dann von einem Bezirksrichter in Austin, Texas, dieses Urteil aufgehoben und dann eben dann auch eine Entschädigungszahlung an dieses Pärchen, was letzten Endes aus dieser Zeit von dieser satanischen Panik und so weiter dann halt herrührt, damals verurteilt worden ist. Und diese Urteile wurden aufgehoben. Viele Menschen glauben, dass es da in diesem Bereich ganz vielen Schmuh erzählt wird und dass es gar nicht sein kann, weil ja Satan gar nicht existiert. Gut, dann frage ich mich nur, warum diese Welt in so einem Zustand ist und dann frage ich mich nur, warum, also komischerweise in allen möglichen Religionen, es auch im Koran einen Scheitan gibt zum Beispiel. Also wie gesagt, das ist jetzt hier mal ein Gegenargument gegen diese ganze Panikmache, weil halt viele Dinge auch mittlerweile jetzt revolutionistisch betrachtet worden sind und dann halt aufgehoben worden sind. Es gibt aber durchaus verbriefte Fälle. Zum Beispiel ein Taxifahrermord in Prag. Es tut mir leid, Jörg, aber es war jetzt keine Absicht, dass der jetzt als erster kommt. Ja, so. Im Juni 2013 töteten die beiden jungen Männer den Taxifahrer Jan K. in Prag mit 42 Beilhieben. Und einer von beiden hat sich für eine bösartige Hexe aus Harry Potter gesehen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, welche Macht die Medien haben, wenn ein scheiß Harry Potter Film, auch wenn ich das mal so sagen darf, Menschen dazu animiert, sowas in irgendeiner Art und Weise jetzt zu spielen oder zu glauben. Also man kann ja viel erzählen, aber Harry Potter ist nicht umsonst so berühmt und bekannt, weil alle Menschen, möglichen Menschen natürlich übernatürliche Kräfte haben wollen. Hm? Die wollen ja Übermenschen sein. Ne? Damit sind wir schon mal bei Nietzsche genannt. Na gut. Was sagt uns jetzt das Internet? Das Internet sagt, dass der Pastor Jürgen Schnare von der Sektenberatung der Evangelischen Landeskirche Hannover sagt, Zitat, es ist schwer zu definieren, wer zum Satanismus dazugehört. Zitat Ende. Und damit, finde ich, hat der seinen Job auf jeden Fall verpasst. Ne? Also Satan ist derjenige, der Gegenspieler Jesus Christus ist und im satanischen Geist ist jeder derjenige, der verneint, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ganz einfach gesprochen. Steht drin in der Bibel. Aber die Bibel liest ja anscheinend auch der Pastor Jürgen Schnare nicht. Hallo Herr Schnare, wenn Sie das jetzt hören und sich angesprochen fühlen und auch wirklich jetzt hier niedergemacht fühlen, es ist nicht gegen Sie persönlich, es ist gegen Ihren Berufsstand. Ihr Berufsstand hat eigentlich zur Aufgabe, das Wort Gottes weiterzutragen. Und im Wort Gottes steht ganz einwandfrei drin, wer satanischen Geist ist, wer im antichristlichen Geist ist und wer nicht. Also wenn Sie da so etwas zu Protokoll geben jetzt hier, dann mag das Ihre diplomatische Einstellung Ihrer Landeskirche sein, aber ich halte Sie für so intelligent, dass Sie die Bibel lesen können, da steht eben was ganz anderes drin. Ne? So viel mal dazu, ich greife Sie nicht persönlich an, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, von dem ich hoffe, das ist richtig zitiert und wenn das so ist, Herr Schnare, dann ist dieses Zitat dazu geeignet, die Menschen letzten Endes in völlige Verwirrung zu stürzen und das ist genau ein Attribut Satans, Verwirrung zu stiften. Ne? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, also wer dazugehört, ist ganz einfach jemand, der Satan zu seinem persönlichen Gott
erwähnt. Und es gibt eine zweite Spezies von Satanisten, die letzten Endes Satan nur als Inspiration ansehen und sagen, ich möchte einfach überhaupt niemandem gehorchen. Ich bin dann quasi jemand, der also dein eigener Gott werden will. Das ist dann Luziferianismus. Die Leute suchen die Erleuchtung und die sind in der großen Überzahl. Das heißt, die reinen Satanisten, die Satan als das sehen, was er eigentlich ist und ihn anbeten, die sind in der absoluten Minderzahl. Das ist interessant, weil bei den wirklichen Christen sind auch diejenigen, die an Jesus Christus glauben, auch in der absoluten Minderzahl. Also das heißt, die Menschen, die wirklich an irgendetwas glauben und da wirklich Anhänger sind, die sind immer in der Minderzahl. Die meisten sind einfach Mitläufer und machen halt das, was die Medien sagen. Gut, gehen wir weiter. Der Satanistenmord in Prag, den haben wir schon behandelt. Haben wir schon gesagt, ne? Da gibt es ein bisschen mehr Infos dazu. Die Klinge trifft 42 Mal und so weiter und so fort. Und die Klinge durchtrennt dann die Halsschlagader, der Mann stirbt. 6 Tage nach dem Mord nehmen Spezialkräfte der Polizei junge Männer fest. Jan D. hatte im Taxi ein Schreiben vergessen, auf dem sein Name stand. Also wenn man das jetzt glauben soll, dann sagt das aber auch einiges über den Geisteszustand dieses Menschen aus. So, die Öffentlichkeit ist, man hat ja nach 9-11 auch den Pass Muss ich weitersprechen. Nein. Und der Taxifahrer hinterlässt 3 Kinder. Das sollte einem zu denken geben, was man damit einrichtet, wenn man nur einem Menschen das Leben nimmt. Dann hat man eine ganze Menge Leid auch noch, was dahinter folgt. Deswegen die reinen Zahlen sagen eigentlich nichts. Die Angehörigen sind die einzigen, die heute mit im Gerichtssaal sitzen dürfen. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, weil ein Täter minderjährig ist, was ihn nicht davon abgehalten hat, einen Familienvater zu ermorden. Gut, dann machen wir weiter. Woher kommt der Kult um das Böse? Na klar. Jetzt sagt hier diese Seite, ne, FAZ, ne, nochmal. Seit ungefähr 200 Jahren gibt es Bewegung gegen Wissenschaft und Vernunft. Also ich denke mal eben, dass Satanismus von Anbeginn der Welt stand. Das stand nämlich eigentlich von der Kain- und Abel-Geschichte. Das war zumindest das erste Mal, dass eine satanische Frucht sichtbar war. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die erste Frucht, die der Satanismus abgeliefert hat in dieser Welt, war die Erschlagung von Abel durch seinen Bruder Kain. Ne? Brothers Keeper, Miami Vice, Phil Collins und so weiter und so fort. Also alles haben wir schon mal abgefrühstückt. Gut. Wie geraten Menschen in die Fänge von Satanisten? Und der Pastor sagt, es gibt Anwerbeversuche auf Mittelaltermärkten und Gothic-Veranstaltungen, obwohl beide Szenen eigentlich nichts mit Satanismus zu tun haben. Da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Gothic ist natürlich schwarze Szene. Und wie gesagt, also den Pastor müssen wir hier nicht fragen. Der ist da nicht der wirkliche Ansprechpartner. Und er sagt jetzt hier, also die, wenn Teenager ein umgekehrtes Kreuz oder Satansymbole, Pentagramme, was wir sich zeigen, ist das meist der pure Protest, das vergeht meistens von selber. Und die Symbole der Satanisten ist ein Petruskreuz, was nicht existiert, weil Petrus eben kein bestimmtes Kreuz hat. Und ein Pentagramm wurde umgedreht. Nein, ein Pentagramm ist immer satanisch oder luziferianisch, auf jeden Fall immer gegen Gott gerichtet. Und es ist eben immer dasselbe. Das selbst in einem Artikel von der FAZ, das von einem evangelischen Pastor geschrieben worden ist, den können wir einfach nur in die Mülltonne treten. Entschuldigung, es hat keinen Sinn. Geht mal weiter. Ich will mal in die wirklichen Hintergründe. Ich will wirklich Geschichten dran. Zeit, die haben wir einfach nicht, uns mit dem ganzen Blödsinn auszugeben. Ja? Satanisten zeigen sich nirgendwo im Netz. Nee, hat er noch nie ein Video von Depeche Mode gesehen? Es ist echt unglaublich. Also gut. Und Luziferianer sind für mich auch Satanisten. Entschuldigung, die fallen auf den Trick von Satan rein. Ne? Von wegen der Luzifer wäre der Erleuchtungsbringer. Der Luzifer ist der Kofferträger sozusagen, der Lichtträger für Jesus Christus angedacht gewesen. So, nächste Fall. 1993. Erdrosselten die beiden Gymnasiasten, 17, ja, 3 Stück, 17 Jahre alt, minderjährig, in Sommershausen, Thüringen, der Opfer Sandro B., 15 Jahre alt, nachdem sie ihn stundenlang quälten. So, und dann haben wir eben die Geschichte jetzt hier mit Manuel und Daniel R., also Ruder, die ihren Kollegen Frank H. mit 66 angeblich, ne, gar kein Zufall, Machetenhieben und Hammerschneiden, eben dann halt auch getötet haben. 15 Jahre Haft, 13 Jahre Haft. Das kennt ihr, ja? Hier steht Teufelsgruß, hier steht nicht Rock On, hier steht nicht Pommesgabel und die Leute sind nicht deswegen jetzt Anhänger von Depeche Mode oder von einem Anhänger von irgendwie Wacken oder sowas. Das würde denen im Gerichtssaal nicht helfen. Die haben selber gesagt, die sind Satanisten und zeigen dieses Zeichen. Also im Endeffekt, die sollten eigentlich, wenn die schon Mord begehen, haben sie sich wahrscheinlich in dieser Szene dann schon so ein bisschen ausgekannt. Und wir kommen genau darauf zu sprechen, wo die sich kennengelernt haben. Aber rechts haben wir hier diesen Gründer, diesen Schauspieler Anton Sanna Lavey, der angeblich eben die Kirche Satans gegründet hat und der hat eben auch dieses Zeichen geflasht und hat das erklärt im Fernsehen. Jeder, der Englisch kann, kann sich das angucken. So, der Angeklagte Daniel Ruder im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Bochum, das ist eben kein Publicity-Gag-Foto. Das ist eine wahre
Prozessgeschichte, die da gelaufen ist. Zumindest ist das sehr glaubwürdig. Der Satansjünger Jan H. filmte sich beim Trinken seines Blutes. Er und sein Kumpel Andreas töteten in Passau die Studentin Caroline, 21, mit 27 Messerstichen. Trinken sein Blut. Weiter. Eine absolut sehr gute Seite ist Infoportal Rituelle Gewalt. Wenn ihr da wirklich mehr drüber wissen wollt, guckt euch diese Seite an. Die ist wirklich mal vernünftig. Ich sage nicht, dass da keine Fehler drin sind, da habe ich keine Zeit, so das alles zu recherchieren, aber diese Seite fand ich schon mal interessant, weil man muss ja erstmal zugeben, dass es Satanismus gibt und rituelle Gewalt. Also gehen wir jetzt genau in diese Geschichte rein mit Daniel Manuela Ruder, die wir ja schon mal öfters benannt haben, beispielsweise bei Kiss und das I Love You Symbol, Folge 35 irgendwo. Also, 2002 wird das Ehepaar verurteilt, in 2001 in Witten im Ruhrgebiet einen Arbeitskollegen im Namen Satans ermordet zu haben. Jetzt guckt euch das mal an, was da kommt. Bis zum nächsten Roten. Verurteilt wurden sie nach 7 Verhandlungstagen wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mord, 15 bzw. 13 Jahren. Die Wohnung war mit satanischen Symbolen und Gegenständen dekoriert und das Täterpaar inszenierte sich vor Gericht in den 7 Verhandlungstagen vor Fernsehkameras und Fotografinnen spektakulär als gläubige Satanisten, nicht als Anhänger von Wacken. Wobei es da ja Überschneidungen gibt. Hartnäckig hält sich bis heute in der Berichterstattung Information, dass es 66 Messerstiche, Hammerschläge und Machetenhiebe gewesen sei. Diese Zahl hatte der Staatsanwalt in der ersten Pressekonferenz zu diesem Mordfall genannt. Das sind allerdings dann später, hat der Gerichtsmediziner gesagt, Zufallsbefunde, quasi eine Schätzung gewesen. Ich weiß ja nicht, was die Staatsanwaltschaft macht da, aber Schätzungen finde ich halt ein bisschen dämlich, wenn es sich da um ein Urteil geht. Ne? Also da irgendetwas stimmt da nicht in dieser Geschichte. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Also deswegen malerisch die Zahl des Teufels 666 hätte dann ganz gut zu den 66 Attacken gegenüber diesem armen Opfer da geführt. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ja, so viel auch zu Menschen, die dann mal zum Tier werden. Und 666 hat eine ganz besondere Bedeutung in der Bibel, aber da haben wir jetzt wiederum keine Zeit. So, irgendwann haben wir mal die Zeit. Und diverse Medien sagen, dass an der Wand neben der Leiche hätten die Ermittler eine Liste mit 15 Namen gefunden, die dann halt die späteren Opfer hätten werden sollen. Jetzt guckt euch mal an, die Polizei hat Schutzmaßnahmen gemacht und so weiter. Gefasst wurden sie nach einer 5-tägigen Flucht in Jena, Thüringen. Kurz zuvor hatten sie in Sondershausen das Grab von Sandro Bayer, den hatten wir eben, gesucht, aber wohl nicht gefunden, mit Pistolen eine Apotheke überfallen und in einem Baumarkt eine Kettensäge gekauft. Sandro Bayer hat damit zu tun. Im Februar 1994 werden 3 Mitglieder der Black-Metal-Band Absucht, zuvor haben sie sich genannt Luciferian Pagans, also die luziferianischen Heiden, verurteilt, den Schüler Sandro Bayer getötet zu haben. Das ist eine rechtsextreme deutsche Band, die eben dem Pagan-Metal, also dem heidnischen Metal, zugesprochen wird. Und Absucht zog mit einem durch die damaligen Bandmitglieder begangenen Mord und der späteren neonazistischen Laufbahn des Mitglieds Hendrik Möbium deutschlandweites Medieninteresse auf sich. Jetzt gehen wir nämlich genau da rein. Ich weiß, es ist eine absolut ekelhafte Sendung, aber das muss jetzt sein. Das Urteil lautete 8 Jahre Haft und 6 Jahre Haft für den anderen. Sie hatten dann den 15-jährigen Mitschüler getötet. Gehen wir mal weiter in die Geschichte. Eine Woche nach der Tat werden sie gefasst und bestehen den Mord. 2003 stand er abermals wegen Volksverhetzung, Verunglimpfung, Verstorbener und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen vor Gericht und erhielt eine Haftstrafe von 4 Jahren. 2011 erhielt er eine weitere Bewährungsstrafe vom Amtsgericht Tiergarten. Laut Wikipedia gehört er weiterhin der rechten Szene an und betreibt ein Music-Label und eine Konzertagentur. In Deutschland. Es gibt auch Leute, die sich dann noch auf die Seite stellen und sagen, nee, befreit den. Und dieses Symbol im Hintergrund da, was ihr seht, ist nicht umsonst ein Pentagramm. Das hat nichts mit irgendwelchen Musikern zu tun, die da mit 5 Mann in der Band gewesen sind. Lasst euch den Unfug nicht erzählen. Diese Symbole sind tausende Jahre alt. Sie beriefen sich in, jetzt gehen wir weiter, zu der Geschichte jetzt hier mit Ruder. Ne? Haben wir jetzt ja den Hendrik Möbius noch mal ganz kurz erwähnt. Im Gerichtsverfahren haben beide ihre Tat gestanden. Sie beriefen sich darauf, Satan habe ihnen den Mord befohlen. Sie seien nur ein Werkzeug gewesen. In seinem später veröffentlichten Buch widerruft Daniel Ruder dieses Geständnis. Jetzt kommt die Lüge. Er habe nie an Satan geglaubt und mit seinem Geständnis nur seine Frau Manuela schützen wollen. Sie sei doch gar nicht im gleichen Zimmer gewesen, bla bla bla. Und Manuela Ruder hat sich dann laut einem ZDF-Bericht 2006 von Satanismus abgewählt.
abgekehrt so und erwirkte ein paar Hafterleichterungen. Und sie hat dann ihr Schuldanerkenntnis nochmal zu Buch gebracht. Sie hat gesagt, in der Phase meines Lebens einem unbeteiligten Mensch sein Leben genommen und so weiter. Sie hat das dann schon eingesehen. Er hat wiederum die Therapie dann halt verweigert und stand nochmal vor Gericht, weil er laut Staatsanwaltschaft eben nochmal jemanden zum Mord an seiner Ex-Frau aufgerufen hatte. Im Rahmen dieser Verhandlung gab er öffentlich zu, den Mord an seinem Arbeitskollegen im Jahre 2001 begangen zu haben. Damit widerruf er offensichtlich die Aussagen in seinem Buch. Ne? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Gut, die Quellen dazu, die haben wir. Und diese Quellen dazu, die sind teilweise nicht zu kriegen. Es wird absichtlich unter den Rost gefallen. Das ist mal ganz kurz interessant und später werden diese ganzen Sachen dann auch gelöscht. Es gibt da auch einen interessanten Artikel, der heißt Das Recht auf Vergessen im Internet. Also viele Informationen werdet ihr in ein paar Jahren gar nicht mehr finden. Geht weiter. Daniel und Manuel Ruder stammen aus der sogenannten schwarzen Szene. Und hier ist reinkopiert aus dem Depeche Mode-Skript, ja? Zum Beispiel. Während auch bereits populäre Szeneinterpreten wie Depeche Mode, Project Pitchfork oder Wolfsheim entsprechend medial vermarktet wurden. Also Depeche Mode ist durchaus schwarze Szene inzwischen geworden. Seit, sagen wir mal, Blasphemous Rumors, diese Geschichten. Spätestens. Okay. Als sie Daniel Ruder kennt, ist dieser bereits vorbestraft wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und unerlaubten Waffenbesitz. Er war während seiner Zeit Unterstützer der NPD und bis kurz vor dem Mord arbeitete er als Autoverkäufer. Geht weiter. Manuela Ruder hielt sich für einen Vampir. Auch alles ganz dolle. Und das ist auch alles nicht so ganz wichtig, weil ansonsten kommen wir mit der Zeit nicht ran. Sie hätten, jetzt kommt der Gutachter. Der Gutachter vor Gericht sagt, Zitat, die wegen Mordes angeklagten Wittener seien beziehungsunfähig gewesen und hätten sich in ihren verqueren Überzeugungen ergänzt. Beide seien auf Aufmerksamkeit von außen angewiesen gewesen. Sie hätten sich in Tagträume geflüchtet. Um die Partnerschaft zu retten, sei eine Steigerung notwendig gewesen. Am Ende hatten sie den Gedanken, einen Mensch zu töten, um Frieden zu finden. So viel mal dazu. Also das heißt, der Gutachter lanciert sich da komplett drumherum. Die beiden Menschen geben zu, im Auftrag Satans einen Mord gemacht zu haben, durchgeführt zu haben. Und der Gutachter versucht das jetzt auf der medizinischen, psychologischen Ebene komplett auszuklammern. Da kommen wir auch gleich zu. Gut, geht weiter. So viele Lügen, so viele Sachen, die vertuscht werden, das ist wirklich unglaublich. So, Teufelsglaube oder nicht. Daniel Ruder schrieb 2004 in dem Buch, was er in der Haft veröffentlichte, dass er die Stimme des Teufels vor Gericht erfunden habe, um seine Frau zu schützen, die die eigentliche Schuld an diesem Mord trage. Er selbst kein Satanist gewesen. Das haben wir nachher letzten Endes alles, das können wir alles widerlegen. Das ist natürlich völliger Unfug, was er jetzt da macht. Aber ein Buch verkauft sich ja auch immer. Die weit verbreitete Vorliebe für Friedhöfe mag mit dem Gefühl für Vergänglichkeit oder dem Sinn für Dramaturgie und Tragik zusammenhängen. Also das satanistische Symbole wie das Pentagramm gehören hier eher zum Stil und zur Ästhetik, als dass sie eine wirklich religiöse Bedeutung haben, sagen Sektenexperten. Also wahrscheinlich so ein Experte wie unser evangelischer Pastor da, der also sagt, also das Satanismus dann. Also nochmal, Experten interessieren mich da gar nicht. Ich habe persönlich mit solchen Leuten zu tun gehabt. Da braucht man keine Experten für. Da braucht man Leute, die Bibel kennen. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, was wir 179 Folgen noch gar nicht beantwortet haben. Der wahre Satanismus fordere keine Tier- und Menschenopfer, so sagt es auch die satanische Bibel. Allerdings propagandiert er schon eine eindeutige Rücksichtslosigkeit und Anarchie insofern, als dass sich nach diesen Lehren jeder legitimiert, sein eigenes Gesetz zu kreieren. Da haben wir das Telema-Symbol, tu, was du willst, von Aleister Crowley, OTO. Und Aleister Crowley steht jetzt auch nicht an der absoluten Spitze. Er ist nur der bekannteste, aber da gibt es noch ganz andere Menschen, die noch weit vor ihm Dinge gemacht haben und auch Dinge geschrieben haben. Da redet man heute nicht drüber. Wo schon Revisionisten dabei sind, das alles in Zweifel zu stellen, obwohl es da auch wiederum Gerichtsurteile gibt. Ne? Gut. Nicht gut. Das dynamische Duo Aleister Crowley und JC. Ne? Alle machen, was sie nur wollen. Ne? Und das macht eben ein Miteinander faktisch unmöglich. Aktive Gewaltbereitschaft ist eine Interpretation von Satanismus. Ja?
Der eine trägt ein Pentagramm zur Schau und äußert sich auf diesem Wege indirekt. Der andere zündet ein aktives Glaubensbekenntnis der nächstgelegenen Kirche an. Also es geht darum, dass eben diese Jugendlichen natürlich das reizvoll empfinden, weil sie dann in der Phase der Rebellion sind. Also auch die verurteilten Mörder da, die waren ja noch relativ jung. Und in dieser Phase der Rebellion ist erst eben alles Konservative natürlich angreifbar und auch zu vernichten und macht kaputt, was euch kaputt macht, so nach dem Motto. Ne? So, ich glaube, das war Tonsteine sterben oder so. Rio Reiser, glaube ich, war das gesagt hat. Bin ich aber jetzt nicht sicher, will ich mich drauf jetzt festlegen. So. Jetzt geht es hier weiter, dass eben da Joachim Keden, Sektenbeauftragter der Evangelischen Kirche im Rheinland, erklärte der gegenüber der Rheinischen Post im Jahre 2001, dass es im Rheinland 300 bis 500 Menschen zum harten Kern des Satanismus gehören, mit steigender Tendenz, was eben dann angeblich mit Arbeitslosigkeit und solchen ganzen Sachen zu tun hat. Was sagt das über die Zukunft aus, wenn die Tendenz steigend ist? Er führt pro Jahr ca. 300 Gespräche und verweist auf die zunehmende Zahl von Kirchen- und Friedhofsschändungen, von denen die Öffentlichkeit oft nichts erfahre, denn man will keine Unruhe stiften und eventuelle Nachahmer nicht ermutigen. Zitat Ende. Das heißt, die Öffentlichkeit erfährt von vielen Dingen nichts. Aber das ist alles nur noch der Anfang von dem, was da gleich kommt. Ja. Da gibt es ganz viele Experten, die sich da den ganzen Tag mit auskennen, aber die anscheinend die Menschen halt völlig oder viele von denen völlig unterschätzen. Es gibt ja auch viele Sozialarbeiter, die auch viele Gutachter, die Gutachten schreiben, dass Leute angeblich dann rehabilitiert sind und dann plötzlich kommen dann doch wieder dann neue Straftaten dazu. Zum Beispiel, was die Presse wohl nicht so weiß, wo man dann eben auf dieses Infoportal und alles dann gehen muss. Manuela Rude, also die Mörderin, berichtet von der Präsenz von Satan und tanzenden Lichtern. Tanzende Lichter. Ja. Papst Pius XII. Berichtet von der Wahrnehmung der tanzenden Sonne. Ja, ja. Die Kinder, der Erscheinung, die Erscheinung gesehen haben 1917, der zwischen Anführungszeichen lieben Frau in Fatima, berichten von einer tanzenden Sonne. Es gibt Berichte von Pilgern, wo Millionen zusammenkamen oder Hunderttausende von Menschen zusammenkamen und die alle sagen, dass sie das gesehen haben. Und wir alle wissen, dass es natürlich nicht auf der ganzen Welt passiert ist, so wie man die Sonne immer auf der ganzen Welt sieht. Also wir wissen, dass das was etwas anderes ist. Und bei tanzenden Lichtern, da muss ich eben mal kurz Stopp rufen und daran erinnern, dass wir in Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels über dieses Thema gesprochen haben und man sich damit mal ruhig beschäftigen sollte. Und wenn hier die Manuela Ruder berichtet von der Präsenz von Satan und tanzenden Lichtern, dann ist das eine durchaus richtige Berichterstattung, die sie gibt, die natürlich nur unglaubwürdig ist in den Augen der meisten Leute, die sich dann nicht mit beschäftigen. Aber wenn selbst der Antichrist, der Papst, davon berichtet, das gesehen zu haben, dann sollte man vielleicht langsam mal wach werden und sich überlegen, welche Kräfte dahinter stecken. Das musste ich mal eben dazu sagen. Sonst hättest du das so einfach drüber gelesen, fürchte ich. Ja. Ja, gut. Und der Richter weist eben die Bezeichnung Ritualmord ausdrücklich zurück. Das ist nämlich genau der Punkt, der jetzt kommt. Er bezeichnet, der Richter, den Satanismus als mystisches Brimborium und Popanz, den die Angeklagten erheblich vor sich hergeschoben hätten und sagt, Zitat, es ging in diesem Prozess nicht um Satanismus. Da sollte die Alarmglocke ganz groß drinne sein, wenn ich eine gehabt hätte. Es ging in diesem Prozess nicht um Satanismus. Das heißt, die deutsche Justiz, in dem Moment eben jetzt hier der entsprechende verantwortliche Richter, hat selbst, wenn die Angeklagten sich als Satanisten ausweisen und Satanistengruß zeigen und jemanden umbringen, weist er die Bezeichnung Ritualmord zurück und sagt, nein, es geht nicht um Satanismus. Wir leben angeblich in einem christlichen Staat, wo die größte Partei eine christliche Partei ist. Aber der Richter in diesem Prozess sagt, es geht überhaupt nicht um Satanismus. Es geht nur um Mord. Aber es wäre kein Ritualmord. Also er weist den Satanismus nicht als Indiz oder als Urheberschaft hinweg, den Glauben an Satan, als Urheberschaft für diesen Mord. Den schiebt er komplett beiseite. Und der Gutachter macht genau dasselbe. Also, der Satansglaube der Rudas wird als Persönlichkeitsstörung gewertet und führt zu einem Gutachten über sogenannte verminderte Schuldfähigkeit. Der Journalist Guido Grant schreibt dazu, eine fatale Einschätzung, nur weil jemand an Satan glaubt, ist er nicht automatisch vermindert schuldfähig und in seiner Persönlichkeit gestört. Und das genau sieht der deutsche Staat oder die deutsche Justiz komplett anders.
Man kriegt ja auch mildernde Umstände, wenn man betrunken ist. Könnt ihr euch mir aber vorstellen, was das für ein Justizsystem ist? Wenn ich als erwachsener Mensch mich volllaufen lasse und dann irgendetwas mache, dann bin ich normalerweise für die Folgen meines Handelns verantwortlich. Das zeigt eigentlich aus, dass ich erwachsen bin, dass ich weiß, was ich tue. Und wenn ich mich dann volllaufen lasse zum Beispiel und dann mildernde Umstände bekomme, habe ich bis heute nicht verstanden, wo da die Logik drin liegt. Die christliche Logik liegt auf jeden Fall nicht daran. Er sagt weiter hier, der Guido Grant, wenn man diese Fakten nüchtern betrachtet, dann muss wirklich gefragt werden, was noch geschehen muss, wenn zwei Menschen im Namen Satans einen anderen grausam niedermetzeln, um endlich einen Ritualmord zu akzeptieren. Und meine Antwort ist ganz einfach, lies deine Bibel. Angeblich in einem christlichen Land. Und Satans Morde werden nicht akzeptiert. Das ist ja unglaublich. Das ist doch die große, große Krux in der ganzen Geschichte. Ja, lest die Bibel. Ich habe jetzt hier mal eine von Martin Luther gefunden, aber nehmen wir mal als Beispiel. Da steht überall Satan drin, da stehen Dämonen drin und so weiter. Und da stammt das ein Bibelvers, der jetzt hier zur Anwendung käme. Über die Heilung eines Besessenen. Und sie fuhren in das Gebiet der Gardarener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht!« Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach, »Wie heißt du?« Er sprach, »Legion«, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Im Englischen ist es Legion, we are many, ja, wir sind viele. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Weg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Da sollte sich vielleicht mal fragen, warum die Deutschen so gerne Schweinefleisch essen. Ne? Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen, und sie fürchteten sich. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gardarener, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, »Kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat.« Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Ja, danke schön. Und damals bei dieser Geschichte hat mir damals mein Religionslehrer in der katholischen Grundschule, im vierten Schuljahr gesagt, das ist alles völliger Blödsinn, die Geschichte hat so gar nicht stattgefunden, der See war viel zu weit weg und so weiter. Und was war mein Religionslehrer? Der war mein Klassenlehrer. Und gleichzeitig war der Ortsvorsteher, glaube ich sogar, das weiß ich auf jeden Fall, dass er in dem Verein gewesen ist, vom Malteser Hilfsdienst. So, und der Religionslehrer, der eigentlich als Aufgabe gehabt hätte, mir das Wort Gottes zu verkündigen, der hat damals schon im Religionsunterricht im vierten Schuljahr die Bibel angezweifelt. So sehen die Verhältnisse da draußen nur wirklich aus. Und genau dieser Richter, der zweifelt den Satanismus an und sagt, nö, das hat überhaupt keine Rolle gespielt dabei. Das ist kein Ritualmord. Und der größte Trick des Teufels besteht darin, den Menschen davon zu überzeugen, dass er überhaupt nicht existiert, nämlich den Menschen nur als reines Tier zu degradieren, dass er gar kein Geist ist, dass es gar keine Geister gebe, keine Geisterwelt, keinen Heiligen Geist und so weiter und so fort. Und dieses Zitat kommt nicht jetzt nur eben aus eben einem Hollywood-Schinken,
sondern von Charles Baudelaire aus dem Gedicht Der freigebige Spieler. Und wer ist Charles Baudelaire? Der sollte das wissen, wovon er da erzählt. Da ist nämlich beispielsweise der Übersetzer von Edgar Allan Poe. Den haben wir ja schon mal gehabt in den Alan Parsons-Sendungen. Und jetzt guckt euch mal an, mit welchen Sachen der sich rumgeschlagen hat in seinem Leben. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Weil wir haben ja wie immer keine Zeit. Wenn das kein Ritualmord war für den Richter, dann sollte man ihn vielleicht mal fragen, was für ihn ein Ritualmord denn wäre. Ja, das existiert ja gar nicht in dem Gesetzesvorlagen da. Ja, das existiert ja gar nicht. Es existiert ja nur letzten Endes, die Ursache interessiert ja gar nicht. Es interessiert ja nur, da ist ein Mord geschehen und so weiter und so fort und alles andere, Beweggründe. Dafür haben die ja wieder ihre Gutachter. Und wenn der Gutachter sich jetzt schon auf den Punkt festlegt und sagt, das hat alles damit gar nichts zu tun, dann schwenkt der Richter genau auf diesen Kurs ein. Da war der ja sein Gutachter. Und wie viele Menschen haben schon diese Gutachter wieder auf die Straße gelassen und die dann wieder irgendwelche Leute ermordet haben und ausgeraubt haben und was weiß ich. Ja, eine gute Sozialprognose. Mhm. Mach mal bitte weiter, weil wir haben noch 40 Seiten und ich muss irgendwie hier durchsteigen. Das ist Charles Baudelaire. Guckt euch den Menschen an, beziehungsweise lest mal bitte schön, was dieser Mensch unten drunter geschrieben hat über sein eigenes Leben. Das ist Charles Baudelaire. Der ist noch nicht alt geworden. Der junge Zauberer. Mhm. Ja, so viel zu Charles Baudelaire. Brauchen wir auch, glaube ich, nichts zu sagen. Habe ich gefunden im Zusammenhang mit ihm. Also, nun gut. Also, fällt einem auch nichts mehr zu ein. Also, ja. Die folgenden Jahre bei Charles Baudelaire waren geprägt von weiteren finanziellen und zunehmend auch gesundheitlichen Problemen im Gefolge seines Alkohol- und Drogenkonsums sowie der damals unheilbaren Syphilis. Das ist Charles Baudelaire. Aus dem Buch Die künstlichen Paradiese 1860 setzt sich Baudelaire mit der Wirkung bewusstseinserweiternder Drogen und ihre Bedeutung für die Dichteridentität und das künstlerische Schaffen auseinander. Der französische Autor hatte selber mit Alkohol, Haschisch und Opium experimentiert, um seinen Geist und seinen Sinnen neue Erfahrungswelten zu eröffnen. Und er ist an schlechter Gesellschaft. Opium, früher Mohnsaft genannt, hat nämlich dann beispielsweise auch zu tun mit Heroin. Das ist dann halbsynthetisch hergestellt. Ich kann jetzt nicht in die Einzelheiten eingehen, weil wie immer haben wir ja keine Zeit. Aber nur mal als Beispiel dazu. Also der hat genauso versucht, seine Inspiration zu steigern, wie jetzt heutzutage die ganzen Musiker und Schauspieler. Wie andere große Schriftsteller mit Drogen erfahren. Zum Beispiel Edgar Allan Poe, bekannter Alkoholiker, und Ernst Jünger. Es gibt so viele Leute, die wirklich damit zu tun haben, das ist unglaublich. Und ich erwähne den Menschen jetzt hier nicht unbedingt, aber immerhin schafft man es ja immer noch dann, ein großes Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband zu bekommen. Ne? Zurück zu dem Mordfall. Vielleicht helfen die Worte von Kriminalhauptkommissar Hans-Willi Schäfer von der Kripo Bochum weiter, dem Leiter der damaligen Mordkommission, der mir berichtete, wir reden jetzt hier bei Infoportal Rituelle Gewalt, dass Satanismus durchaus eine Rolle in diesem bizarren Mordfall gespielt hat. Die Ermittler hätten sich allerdings mit den Verbindungen im Satanismus so gut wie nicht beschäftigt, weil keine Zeit dazu war, beziehungsweise von der Staatsanwaltschaft ihnen keine Zeit gelassen wurde. Das ist der Chefermittler, mein Chapeau. Herr Hans-Willi Schäfer, der ist wohl im Jahre 2012 gestorben, nach ganz kurzer Krankheit. Aber Chapeau für diesen Menschen, der das wenigstens so mal ausgesagt hat. Ja, und er hat eben, der Polizeisprecher hat gesagt, für mich ist es ein herber Verlust und so weiter, für alle Kollegen ist es ein unglaublicher Schock. Der ist also ganz, ganz, ganz schnell gestorben, der Mann. Justiz hat eben damit zu tun, kommt eben hier aus dem Römischen, Justitia, von der Göttin, da kommt das her. Was erwartet man denn dann, dass es eine christliche Rechtsprechung wäre, wenn sich das schon die Justiz selber auf ein römisches Götzenbild fußt, oder wie? Okay, Justitia in der römischen Mythologie. Na, das ist die Dame, wenn sie eine wäre, die letzte der himmlischen und von Verbrechen erfüllten Erde des eisernen Zeitalters. Das ist alles nur Schmuh, die hat es nie gegeben. Das ist eine Göttin, die in Rom verehrt wurde. Und daher kommt das. Wir leben in einem römischen System mit römischer Rechtsprechung. Das hat eben nichts mit christlicher Rechtsprechung zu tun. Deswegen kann man natürlich auch nicht mit Satanismus kommen, weil der Satan natürlich im Römischen Reich, wenn man so will, überhaupt nicht bekannt ist. Und da gibt es natürlich noch ganz andere Geschichten. Ja, ich weiß, da gibt es verschiedene Strafrechtsbücher, gibt auch verschiedene Paragraphen. Ja, das ist alles ganz schön und nett und so weiter, aber das Ding heißt immer noch Justiz. Und genau diese Justiz ja ist in den Gerichtsgebäuden abgebildet mit dieser Waage. Wo kommt denn das her? Guckt euch das mal an. Das glaubt ihr nicht, wenn ihr das nicht seht.
Ja, nicht jetzt hier dieses Bild, sondern das, was da kommt. Seit Ende des 15. Jahrhunderts wird die Justiz ja blind bzw. einäugig und später noch deutlicher mit einer Augenbinde dargestellt. Also die sieht nichts. Ne? Angeblich die drei Attribute Augenbinde, Waage und Richtschwert sollen verdeutlichen, sollen angeblich, dass das Recht ohne Ansehen der Person, also Augenbinde, nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage, also Waage, gesprochen und schließlich mit der notwendigen Härte, Richtschwert durchgesetzt wird. Aber die Waage kommt aus dem ägyptischen Totengericht. Darüber hatte ich gesprochen, von Babylon nach Rom. Ne? Totenbuch, Spruch 125. Habt ihr auf der nächsten Seite ein schönes Bild? Ja, nochmal eben für die Leute, die es nicht wissen. Meine allererste deutsche Buchlesung von 2015, glaube ich, begonnen im Herbst oder so. Alexander Hislop von Babylon nach Rom, da kommt das auch vor mit der Justitia und eben das Totengericht in Ägypten, genau mit dem Bild hier, der Tod und T-O-D-T-H oder wie da geschrieben wird, da, oder T-O-T-H, dieser Totengott, der mit der Waage, ne? Ja, oder die Anubis guten, ist es eigentlich guten, da, ja, weil Tod ist eigentlich für Magie und Anubis ist eigentlich dann hier für die Unterwelt, aber klar, der Tod hat eben der Herr des Schreibens und so weiter und so fort, die haben da alle was mit zu tun, aber die sind natürlich gar nicht existent, ja, aber da gab es eben schon genau diese Waage-Funktion, ne? Und danke, dass du darauf hinweist. Also Alexander Hislop von Babylon nach Rom, einer meiner absoluten Lieblingslesungen. War mir nur gar nicht mehr auf dem Bildschirm, dass es da auch drin vorkam, weil das ist halt einfach so viele Lesungen, die man macht. Ja, sagst du das? Gut, dann scroll mal bitte weiter, weil der Rest ist jetzt hier nur Schmuh. Je verdorbener der Staat, desto mehr Gesetze hat er. Zitat von Tacitus. Das habe ich auch schon mal in einem Buch gelesen, ja. Genau, und jetzt ist jetzt genau jetzt hier die Geschichte mit Equitas, das ist eben hier die Gleichheit und so weiter, da ist auch die Waagefunktion da drin. Ne? Das ist eben die Gleichheit, Gerechtigkeit, Prinzip, römisches Recht. Und damit ist klar, wir reden jetzt hier von römischem Recht, wir reden nicht von christlichem Recht, ne? Reden wir nicht. Immer noch was anderes. Diese Sachen mit dieser Waage haben schon Bestand gehabt, als es Jesus Christus noch gar nicht in physischer Form auf der Erde gab. Rom ist 753 vor Christus gegründet worden. Wie jemand anderes, der da etwas zu sagen hat, den man jetzt hier zitieren darf, ist ja auch schon vorsichtshalber, muss man ja schon überlegen, wen man da zitieren darf, ist der folgende Mensch, der sagt, hinter der demokratischen Fassade wurde ein System installiert, in dem völlig andere Regeln gelten als die des Grundgesetzes. Das System ist undemokratisch und korrupt, es missbraucht die Macht und betrügt die Bürger skrupellos. Wer sagt das? Das sagt Hans Herbert von Arnim, ein deutscher Verfassungsrechtler und Parteienkritiker, der eine Professur hatte, Lehrstuhl für öffentliches Recht und so weiter und so fort. Den darf man zitieren. Er sagt, Zitat, also ich habe unten runtergeschrieben, auf der nächsten Seite, in der Mitte der nächsten Seite habe ich geschrieben, er weiß, wie weit er gehen kann mit seiner Aussage. Er sagt, und das ist super interessant, das hier zu sagen, jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Aus dem Machenschaften der Macht aus dem Jahre 2001. Wir sind jetzt 19 Jahre weiter. Okay. Aleister Crowley sagt, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz und das ist eben satanisch. Gut. Vampirismus interessiert mich jetzt im Augenblick nicht. Mich interessiert, ganz tief in die Thematik reinzugehen. Es wird nicht lustig. Vampiristischer Bereich hat auch mit Fritz Lang zu tun. In M zitiert er beispielsweise Peter Kürten, der auch nur einen Schwan gekillt hat, ermordet hat und sein Blut getrunken hat. Ist also alles nichts Neues. Ist also in Deutschland auch verbrieft. Ein Sektenexperte sagt, im Satanismus gibt es keinen Mord. Dieser Sektenexperte ist leider nicht namentlich benannt und dieser Artikel selber auch nicht mehr aufzufinden. Der ist hier nur als Quelle benannt. Wie gesagt, findet man alles nicht mehr. Ist alles völliger Unfug. Ne? Aber die beiden Ruders beziehen sich auf die schwarze Szene. Damit sind wir schon wieder hintenrum bei Depeche Mode. Und auf eBay sind angeblich Devotionalien von eben diesem Ehepaar versteigert worden. In der ZDF-Fernsehreihe 37 Grad gibt es eine Dokumentation, die ich leider nicht im Internet gefunden habe. Die heißt Im Dunstkreis der Hölle. Und es wurde auch in dem Buch von Manuela beschrieben, welche Ausmaße der Fankult um ihre Person angenommen hat und wie sehr sie das jetzt erschreckt hat. Und das ist eben nicht ganz unlustig, dass sich da eben Nachfolgetäter schon gefunden haben, die also tatsächlich da handgreiflich und mehr geworden sind. Ne?
Das ist nicht ganz lustig. Das ist für die Opfer sehr, sehr schlimm. Und deswegen die Tatsache, dass sich Menschen mein eigenes Versagen derart zum Vorbild nehmen, das haben wir ja auch bei den Künstlern. Die sind alle drogenabhängig und lassen da ihre Parolen ab. Die Leute vergöttern die dann trotzdem. Im Herbst 2002, kurz nach dem Urteil gegen die Ruders, erstach ein 16-Jähriger in Olpe seine Eltern. Er hatte zuvor Sympathie mit den Ruders bekundet, das war aber als das Suchen nach Aufmerksamkeit eines Möchtegern-Satanisten eingeschätzt worden. Ich würde mal sagen, eine absolut tödliche Fehleinschätzung. Geht weiter. Dann nächste Geschichte, 2002, Landgericht Bochum. Da gibt es jemand, der eben irgendwann so berühmt sein wollte wie die Ruders. Und der Angeklagte war davon fasziniert und so weiter und so fort. Und der hatte eben einen Bekannten dann getötet. Und naja, das Medieninteresse haben die beiden Täter mit eindeutigen Handzeichen. Hier geht es eben nicht um Wacken oder Kiss oder sowas, sondern um Satanismus und Blicken auch bedient. Beide, Manuela, waren schwer von der schwarzen Musikszene beeinflusst. Zum Beispiel also Soko Friedhof und so weiter und so fort. Ja, wir sind noch lange nicht zu Ende. Da habt ihr Soko Friedhof, ne? Da braucht man nichts mehr zu sagen. Ne? Das sind Aufkleber von dieser Band, die auf dem Auto der beiden gefunden worden ist, ne? Damit man nur mal seht, welche, das sind nicht die Informationen, die ihr jetzt hier auf Wikipedia findet, ne? Da müsstet ihr schon dann im Infoportal Rituelle Gewalt, da findet ihr dann solche Informationen. Der Hauptkommissar, der leider verstorben ist, sprach von einem beunruhigenden Verhör. Mit kalter Stimme erklärte Daniel Ruder: Ich stand ganz bestimmt nicht unter Drogen. Das Opfer wählten wir zufällig. Es hätte auch jeder andere sein können. Wir bereuen gar nichts. Ein Anwalt lehnte das Satanistenpaar ab. Die Leiche hatte die Polizei letzten Montag in ihrer schwarz gestrichenen Wohnung neben einem Eichensarg gefunden. Fällt einem nichts mehr zu ein. Und dieses Paar lernte sich im Herbst 2000 durch eine Kontaktanzeige in der Zeitschrift Metal Hammer, einen Metallhammer, kennen. Das ist genau der Grund, warum ich jetzt diese Geschichte in die letzte Folge reingepackt habe. Ne? Metal Hammer. Und was hat der Herr Dave Gahan da? Einen Metal Hammer, würde ich mal sagen. Ne? Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Sie tranken gegenseitig ihr Blut, beteten den Teufel an und sie hat sich als Domina fotografieren lassen und verbringt ihre Tage schlafend in einem Sarg. Also man kann die mangelnde Konsequenz kann man den Menschen nicht unterstellen. Das Infoportal Rituelle Gewalt sagt, Zitat, im März 2001 hört Daniel Ruder in seinem Kopf Befehle des Satans, 666, dazu die 7. Er deutet die Zahlen, am 6.6. soll er Manuela heiraten, am 6.7. soll er dem Satan eine Seele opfern. Das Paar plant darauf auch seinen Suizid, ihre Erlösung. Daniel kündigt seinen Job, die beiden heiraten. Und der Rest, der ist bekannt. Ne? Der Rest ist bekannt. Ruda schlägt erneut zu und befiehlt Manuela, den Bekannten mit einem Messer ins Herz zu stechen. Sie sticht immer wieder zu und sie schneidet ihm ein Pentagramm in den Bauch. Ich lese das vor, was da steht. Das ist offiziell hier in dem Infoportal Rituelle Gewalt. Und die haben wirklich viele Links. Ich habe schon ein paar getestet. Also ich halte diese Seite für nicht die schlechteste dafür. Sie versuchen dann später, ihre Pulsadern aufzuschlitzen und 6 Tage später werden sie an einer Tankstelle in Jena dann auch entdeckt und festgenommen. Vorher hatte Daniel Ruder noch für 539 Mark eine Kettensäge bei Obi entstanden. Er plante, durch die Gegend zu laufen und Leute zu halbieren. Das ist nochmal von dem Wacken-Festival das offizielle Logo von Sodom. Was seht ihr da? 2 gekreuzte Kettensägen. Noch Fragen, Kienzle? Nee, ne? Geht weiter. Ja, dann hat er angeblich eine Persönlichkeitsstörung. Er sagt dann später in seinem Buch, er hätte die Stimme des Teufels erfunden und die Schuld habe er auf sich genommen, seine Frau zu schützen. Aber 16 Jahre später gesteht er alles. Und warum ist er so ein Lügner? Weil er Satanist ist. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Deswegen ist er natürlich ein Lügner, weil er ist ein Mörder. Dieser Mensch ist ein Menschenmörder und dieser Mensch hat dem Teufel gedient, hat Satan gedient und deswegen ist er natürlich auch ein Lügner. Es steht doch alles in der Bibel drin. Man muss doch nur die Bibel lesen, um festzustellen, dass Satan schon die Lüge auf die Welt gebracht hat und den ersten Mord auf die Welt gebracht hat.
Hier ein Querverweis auf mein Video, Fritz Lang, Symbolik in Metropolis M, letzte Folge, eine Stadt sucht einen Mörder, und zwar einen Kindermörder. Fritz Lang, der weltbekannte Regisseur, hatte, bevor er jetzt hier Peter Loche engagiert hat, um seinen Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, zu lancieren. Fritz Lang hatte zudem Kontakte zu Berliner Kriminalpolizei und deren Mordkommission und hatte eben Einsicht in die Akten authentischer Fälle nehmen können. Und er hat genau hier gesagt, in dem Skript, in dem Drehbuch zu M, dass diese Menschen Stimmen in ihrem Kopf gehört haben. Das ist genau dasselbe, was jetzt Daniel Ruder da ausgesagt hat. Das ist genau dasselbe. Wir reden hier von Satanismus. Und diese Menschen werden natürlich psychisch ruhiggestellt, in Psychiatrie und so weiter eingeliefert, weil Satanismus es nicht geben darf. Das heißt, wenn ihr nachher sagt, ihr habt eine Stimme gehört, dann werdet ihr eingewiesen. Ja, wir reden hier im Grunde von Besessenheit. Wir reden im Grunde von dem, was wir vorhin aus dem Evangelium gelesen hatten, mit dem Mann, der mit vielen Dämonen besessen war. Und das ist genau mein Punkt in dem Video jetzt hier auch von Fritz Lang. Aber damit kannst du vor Gericht eben überhaupt nichts erreichen, außer dass man dich psychiatrisch ruhig stellt. Das ist eben der Punkt. Deswegen haben wir keine christlichen Gerichte. Wir haben Gerichte, die das als psychische Störung werten und eben nicht als Wahrheit. Das heißt, die Gerichte können nicht gegen Satanismus vorgehen. Wollen nicht. Ja, die dürfen nicht. Die sind ja letzten Endes alles auch vom übergeordneten Behörde ja auch dann wieder weisungsabhängig. Die dürfen nicht. Die dürfen nicht. Wenn du einem christlichen System leben würdest, Jörg, dann würde gegen Satanismus und gegen Mord würden da die entsprechenden Taten stehen. Aber da Satanismus komplett ausgeklammert wird, wird das ausgeklammert, um eben nicht auf die Bibel und auf Jesus Christus eingehen zu müssen. Deswegen leben wir in einem völligen antichristlichen System. Ja, das ist ganz, daran klar. Das ist ganz richtig, aber da muss man den Deutschen ja nur mal sagen, dass sie halt mal nach Amerika gucken sollen. Da ist ja die Church of Satan, errichtet ja selbst Tempel und stellt diese Baphomet-Statuen überall auf. Das ist ja ein, ich sage jetzt mal, Kult, ja, der da gefolgt wird. Das ist ja nicht, dass es das nicht gibt. Sonst weht ja auch alles aus Amerika rüber. Ne? Große Autos, Hamburger, McDonalds und was weiß ich nicht alles. Das können sie alles nehmen. Aber bei Satanismus sagen sie von, das gibt's dann nicht. Da kann ich ja nur sagen, dann verschließt ihr ja eure Augen vor Tatsachen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und du hast ja vorher schon gehört, dass es also viele Straftaten, die da sind, die der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten werden. Gut, machen wir weiter. Wird noch sehr, sehr interessant werden. Aber eine Zensur gibt es doch nicht. Ne? Die Pusteblume spricht, eine sehr interessante Seite, die genau das sagt, was ich jetzt gerade denke. Was nicht darf, das kann nicht sein. Da hat die Pusteblume völlig recht, diese Seite ist von 2018. Neulich geriet ich wieder in eine Situation, dass jemand die Existenz satanischer Kulte oder ritueller Gewalt in anderen Zusammenhängen geleugnet hat, da es dafür keine Beweise in Gerichtsfällen gäbe. Und das ist falsch. Es gibt die, nur kommen die nicht nach draußen in der Regel. Ganz anders sieht es in den amerikanischen Bundesstaaten, also das ist echt wieder hier, dass du gerade USA benennst, ne? Und jetzt tauchst du im Skript auf. Ganz anders sieht es in den US-Bundesstaaten Illinois, Massachusetts, Louisiana und Idaho aus, die rituelle Gewalt als Verbrechen betrachten und klar festlegen, ab wann sich jemand dieses Tatbestandes strafbar macht. Auf der nächsten Seite. Ich habe das nachgeprüft mit dieser Adresse und das stimmt. Ich kann nicht sagen, ob das 1:1 richtig in Deutsch übersetzt worden ist, aber es stimmt. Also wenn beispielsweise jemand ein lebendes Kind in einen offenen Sarg oder ein Grab legt, in dem sich ein Leichnam oder ein Überrest davon befinden, ist das eine rituelle Handlung. Jetzt denkt doch mal einen Schritt weiter. Wer hatte denn da einen Sarg beispielsweise in der Wohnung stehen? Das war die Manuela Ruder. Und wer hatte in einem Sarg posiert? Das war Dave Gahan. Das heißt jetzt nicht, dass da noch irgendeine Überrest drin war in dem Sarg, das können wir nicht beweisen. Aber Sarg hat ja wohl ganz offensichtlich einen Bezug zur schwarzen Szene und ganz offensichtlich einen Bezug zum Tod. Gehen wir mal weiter. Ne? Dieses Bild meine ich eben. Zwar kein Leichnam, aber eindeutig schwarze Szene, wenn ich mich in einem Sarg ablichten lasse. Ich meine, ganz klar. Hat nichts mit Lebendigkeit oder Fröhlichkeit zu tun, gell? Gut, geht weiter. Spätestens Journalisten recherchieren sehr gerne über die rechtlich irrelevanten Hintergründe des Täters, über sein Motiv, seine Verbindung zum Opfer. Und manchmal ist das auch der einzige Weg, um zu erfahren, ob es sich bei einem Verbrechen vielleicht doch um eine rituelle Handlung im Rahmen einer satanischen Ideologie handelt. Denn der Journalist, den wir eben schon benannt haben, Guido Grant, beschreibt, dass beispielsweise Sandro Bayer, zu dessen Grab ja die Ruders fahren wollten, gerne zu ihnen gehört hätte, also zu dieser Lucifer-Band da gehört hätte. Oder absurd.
und ihnen als Satanisten nacheiferte, jedoch abgewiesen wurde. Dafür hat er sie öffentlich verunglimpft und ihnen gedroht, sie wegen illegaler Videokopien anzuzeigen. Gemäß der radikalen Natur ihres Glaubenkonstruktes, so unausgereift diese auch sein mag, lässt sich darin ein passendes Motiv für einen Mord finden. Aber der Staatsanwalt erkennt darin keinerlei kultische Zusammenhänge. Es gibt nicht den geringsten Anlass, sagt dieser, an Kultmord zu glauben. Es handelt sich um Mord durch Erdrosseln ohne jegliche rituelle Umstände. Ja, der Richter hält mit den Worten, wenn Sie immer noch glauben, dass der Mord nicht mit Satanskult zu tun hätte, dann ist dies ein verhängnisvoller Irrtum, sagt der Richter gegenüber dem Staatsanwalt damals. Wir sind davon überzeugt, dass diese Tat ohne diesen Hintergrund nicht möglich gewesen wäre. Zitat Ende. Also da haben wir mal einen Richter gehabt, der sich dazu bekennt hat. Fakt ist also, dass die drei Täter sich zu einem radikalen Glauben bekannten, der ihnen die Legitimation für einen Mord lieferte. Beispielsweise in Wales, da reden wir jetzt hier über England, die Täter, die eben 30 Jahre lang Jungen und Mädchen sexuell missbraucht haben, haben sich auf einen Zusammenhang dargestellt mit dem Buch des Gesetzes hier Liber Alpha Legis von Aleister Crowley und haben gesagt, dass ihre freie Sexualität für die Huldigung ihrer Gottheit nötig gewesen wäre. Denn Aleister Crowley sagt ja auch, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter dem Willen und jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Guck mal, wie war das mit Deutschland sucht den Superstar? Das ist ja dann auch satanisch, diese Message, ne? Deutschland sucht den Superstar. Für Crowley begann nämlich mit der Niederschrift von Liber Alpha Legis ein neues Zeitalter und er, Crowley, hat den Text nämlich genau in diesem Buch von einem Geistwesen namens Aivas 1904 diktiert bekommen, haben wir im Ägyptenskript behandelt. Laut seinen Bekenntnissen habe ihm seine Frau Rose Kelly doch zur Stele des Anfnakonso geführt, die später eben dann als die Stele der Offenbarung bezeichnet wird, beziehungsweise die Stele der Offenbarung, die dann Jimmy Page von Led Zeppelin in dem Film Lucifer Rising hochgehalten hat. Ne? Invokation, Anrufung des Horus. Ja, das ist nicht lustig. Dann gibt es hier einen Generalsekretär des Kultinformationszentrums, Ian Hayward, der hat gesagt, dass es in Großbritannien zwischen 500 und 1000 Kultgruppen gäbe. Und so weiter und so fort. Scroll mal ein bisschen, weil wir haben noch ein paar Seiten und ritueller Missbrauch in Deutschland gibt es eine ARD-Dokumentation, das heißt Höllenleben, der Jörg kennt das auch. Und so weiter und so fort. Ich kenne das nicht nur, Höllenleben ist auf meinem deutschen BitChute-Kanal Stunde der Wahrheit veröffentlicht. Ja, ist doch prima. Das ist doch prima. Können wir den Link vielleicht hier in das Video mit reinarbeiten? Ja. Wenn du das eben notierst, dann werde ich das hier raussuchen. Ja, das schreibe ich eben auf, genau. Mhm. Ja, siehst du mal, so läuft das jetzt mit den ganzen Reihen hin und her jetzt hier, ne? Mit den ganzen Serien. Ne? Ja, so, zu der Verurteilung der Täter bestehen aus dem Stiefvater, der verstorbenen Mutter und unbekannten, nicht identifizierbaren Personen kam es nie. Ne? So viel mal dazu. Geht weiter, Satans Mord von Witten hatten wir schon, die Geschichte mit dem offenen Sarg und mit den ganzen anderen Dingen hier. Und jetzt kommt eben genau die Geschichte jetzt hier, Marc Dutroux. Die Sachen, die jetzt offiziell nicht so bekannt sind, sind folgende bei Marc Dutroux. Die Hinweise auf Satanismus bei Dutroux hat jetzt hier dieses Infoportal Rituelle Gewalt unter der Rubrik religiöse und ideologische Hintergründe dokumentiert. Die Hannoverische Allgemeine Zeitung berichtet im Ende 1996, dass im belgischen Fernsehen eine anonymisierte Zeugin von Satans Messen im Zusammenhang mit Dutroux berichtet habe. Es gebe Verbindungen zu deutschen Tätern. Zeugin X nannte man die, die wurde total unglaubwürdig gemacht hier in Belgien. Also eine total verrückte dargestellt. Ja, Regina Louf, ja, komm. Ja, Regina Louf, ja, genau. Genau, ja. Ergänzend dazu habe die Polizei im Haus von Dutroux ermordeten Komplizen Bernard Weinstein einen Zettel gefunden, der eine Verbindung zu einem satanischen Kult nahelegt. Zitat, das große Fest nicht vergessen, hoher Priester erwartet Geschenk. Die Quellen dazu liegen mir vor, liegen offen und sind auf der Seite auch da. Der Journalist und Buchautor Rainer Fromm datiert das Bekanntwerden dieses Zettels auf den 8.1.97, weil an diesem Tag eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur AFP erschien. Außerdem zitiert er diesen Zettel mit die hohen Priesterin, nicht mit hoher Priester, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung schrieb. Dies mag ein Übersetzungsproblem sein, denn der Zettel wird natürlich nicht auf Deutsch, sondern in einer der in Belgien üblichen Sprachen, sprich Französisch, Flämisch, Walisisch, vorgelegen haben. Fromm schreibt in seinem Buch weiter: In einem weiteren beschlagnahmten Dokument wird von der Notwendigkeit von, Zitat, 8 Opfern im Alter von 1 bis 33 Jahren für eine satanische Zeremonie die Rede, so die Nachrichtenagentur AFP vom 8.1.97 Buch.
Rainer Fromm, Satanismus in Deutschland, Olzog Verlag, 2003, Seite 10. Sehr ähnlich schreibt auch Jörg Stolzenberger aus der Aufklärungsgruppe Krokodil. Ja, da geht es auch um satanische Zeremonie. Geht weiter. Wir sind bei Dutroux. Dutroux, von wegen jetzt hier Einzeltäter und so, ne? Mhm. Thorsten Becker zitiert in seinem Buchartikel 2010 die ihm gegenüber 1999 getätigten Aussagen der sogenannten Zeugin X1 im Prozess gegen Marc Dutroux, die rituelle satanische Misshandlungen als Inszenierung der Täter beschreibt. Zitat: Weil sie wussten, wenn kleine Kinder dies berichten, wird ihnen niemand glauben. Meine Misshandler waren nicht wirklich satanische Misshandler. Sie waren Geschäftsleute, die mit Kindern handelten, weil sie damit sehr viel Geld machen konnten. Zitat Ende. Dann gibt es rituelle Gewalterfahrungen und so weiter und so weiter und so weiter. Und natürlich werden die hier alle niedergemacht. Das hier sind manchmal so eine Linksammlung hier, wo man da schon mal gucken könnte. Das ist eine interessante ZDF-Dokumentation, die man echt nicht glauben kann, dass man die auf ZDF findet. Die heißt Marc Dutroux und die toten Zeugen. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Eine ZDF-Doku, die so heute garantiert nicht mehr produziert worden wäre oder worden werden würde. Dutroux und die toten Zeugen. 2001 verstarben in der Zeit zwischen der Verhaftung und dem Prozess 27 Zeugen unter teils mysteriösen Umständen, unter ihnen mehrere Ermittler, die mit dem Fall betraut waren und weitere Personen, die gegen Dutroux aussagen wollten. Der Staatsanwalt Hubert Massa, Hauptankläger im Dutroux-Prozess, beging im Juli 1999 Suizid. Da würde ich ein ganz großes Fragezeichen hinterklemmen. Am Tag zuvor hatte er angeblich vom belgischen Justizminister umfassende Handlungsvollmachten erhalten. Er hinterließ keinen Abschiedsbrief oder andere Hinweise bezüglich des Grundes seines Suizids. Ein Motiv konnte nicht ermittelt werden. Eine Obduktion wurde nicht durchgeführt. Die Verstrichung führte zu diversen Theorien darüber, dass Marc Dutroux keineswegs ein Einzeltäter gewesen sein soll. Also Einzeltäter kennen wir immer. Ne? Also hier so beispielsweise von Lee Harvey Oswald, JFK und so weiter. Alles immer Einzeltäter. Sondern im Auftrag eines pädophilen Netzwerkes gehandelt haben soll, welches Verbindungen bis ins höchste belgische Regierungskreise gehabt und eine vollständige Aufklärung des Falls systematisch verhindert habe. Manchmal sträubt man sich davor, das alles zu lesen. Auch an der Aufklärung des Falles mitwirkende Personen bestätigen, dass Ermittlungen behindert wurden und der Fall bis heute nicht vollständig habe geklärt werden können. Und ich garantiere dafür, dass der in den nächsten Jahren auch nicht vollständig aufgeklärt werden wird. Und die belgische Bevölkerung hat sich dann damit zufrieden gegeben, dass man in Brüssel einen sogenannten Weißen Marsch organisiert hat. Ich glaube, da sind mehr als 100.000 Menschen damals mitgelaufen auf der Straße. Die haben nicht demonstriert, weil Dutroux zusammen angepackt wurde oder weil das nicht richtig untersucht wurde oder so. Nein, nein, die sind aus Mitleid für die Ermordung der Kinder gegangen. Das ist ja im Prinzip eine gute Sache. Nur sie sind eben auch aus Protest mitgegangen, dass solche Dinge überhaupt stattfinden und dass solche Sachen doch aufgedeckt werden sollen. Und wie hat der belgische Staat darauf reagiert? Weißt du das? Die haben auf der Autobahn, auf dem Zwischenstreifen der E19, das ist die Autobahn, die Brüssel mit Antwerpen verbindet, da auf dem Zwischenstück, da haben sie ein paar Bäume gepflanzt und haben das den Weißen Wald genannt. Und davon ist heute, 2020, der Großteil schon wieder abgesägt worden, weil da würde jetzt eine Schnellzugtrasse gebaut, das ist ja wichtiger. Ah. Ich will nur mal sagen, da gehen 100.000 Leute auf die Straße, und die werden besänftigt mit ein paar Bäume zu pflanzen und sonst passiert hier in diesem Land darüber gar nichts. Und wenn da jetzt ein paar Deutsche sich aufregen von, das sollte bei uns aber anders sein, überlegt euch mal, wie viele Kinder jedes Jahr in Deutschland spurlos verschwinden und kein Mensch interessiert's. Und hier und da taucht dann mal eins auf dem, was war das jetzt letztens, Campingplatz oder sowas? Und da werden vielleicht mal ein paar Fälle bekannt von wirklichen, ich sage jetzt mal Einzeltätern, die einige Dinge einfach nur nachmachen. Das kommt dann irgendwie rauf. Das wird dann hochgepusht bis zum geht nicht mehr. Aber der wirkliche Satanismus, der sich in den Reihen der Geheimgesellschaften abspielt und alle unsere Politiker, also mit unsere meine ich jetzt weltweit die Politiker, sind alle in Geheimgesellschaften organisiert, die machen daran alle mit. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen.
Helmut gibt Schmidt. Viele, die da Kenntnis von haben müssen. Ne? Das, Helmut Schmidt war so. Mitglied des Bohemian Grove. Mhm. Ja, was ist Bohemian Grove? Selbst wenn ihr euch das lächerliche Video von Alex Jones anguckt, dann bekommt ihr doch einen kleinen Einblick darin, wie ernst es da wirklich zugeht. Und dass sie da sozusagen eine Figur in Effigy, also als Ersatz getötet haben, so spielerischerweise, das ist das, was sie euch zeigen. Das wirkliche Ritual, das wird nicht gefilmt. Oder die Filme kommen nicht raus. Aber die finden statt, das könnt ihr mir glauben. Das ist kein Spiel. Das ist eine satanische Welt. Was sie nach außen hin scheinen lassen, das ist nur, dass ihr die Schnauze haltet. Dass ihr ja nicht weiter selbst recherchiert. Genau das, was wir mit dem Senden all dieser Folgen hier erreichen wollen. Dass ihr selber in die Richtung recherchiert und dass ihr begreift, dass Satanismus keine psychologische Fehlleitung ist, wie hier von dem Richter oder was gesagt wurde, sondern dass es tatsächlich ein Kult ist, der verfolgt wird und dass man sich damit beschäftigen muss. Und wie gesagt, Höllenleben, diese Dokumentation, die ich da auf meinem BitChute-Kanal hochgeladen habe, ist absolut sehenswert. Aber bitte, Michael, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte, ich sage das hier mal eben über Dutroux. Dutroux hat mich damals unglaublich bewegt. Ich war ja gerade damals erst ein paar Jahre hier in Belgien. Ich bin 1990 bin ich hier zugekommen und 96 kam das raus. Und ich habe mir damals gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da ist doch so viel mehr dahinter. Warum wird das nicht verfolgt? Warum wird das nicht verfolgt? Ja, der war nicht mehr am Arbeiten, aber der hatte mehrere Häuser. Da fragt sich keiner, wo das Geld herkommt. Ja, und jetzt guck mal, was als nächster Satz da drin steht. Die Mutter von Dutroux schrieb nach dem Verschwinden von Anne Marshall und E4 Lembrix einen Brief an den zuständigen Ermittlungsrichter, in dem sie auf Beobachtungen von Hausnachbarn hinwies, dass zwei unbekannte Mädchen in das Haus ihres Sohnes gebracht worden seien. Ausdrücklich wies sie in dem Brief darauf hin, dass es einen Zusammenhang mit den verschwundenen Kindern geben könnte und forderte die Behörden zur Hausdurchsuchung auf, was jedoch nicht geschah. Dann gab es so viele Pannen dabei. In einem Gerichtsgebäude entriss Dutroux einem seiner Bewacher die Dienstwaffe und floh. Der spielt doch Katz und Maus mit denen. Kann man sich das vorstellen? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was da passiert ist. Und trotzdem kommen die Menschen damit durch und die Menschen geben sich damit zufrieden. Die Menschen geben sich damit zufrieden. Bis heute weißt du ja auch nicht, was jetzt mit der NSA-Abhöraffäre des Kanzlerhandys von Angela Merkel ist. Die Leute, das wird hochgekocht und dann ist das mal 5 Tage in den Medien und danach kriegt kein Hahn mehr danach. Naja, ich würde nicht sagen, dass kein Hahn mehr danach kräht, aber die Medien verfolgen es nicht und die Menschen akzeptieren ja nur, was die Medien ihnen vorsetzen. Ja, ja. Über das, schönste Beispiel, was du hast, ist Michel Martin. Ja? Die wird jetzt hier, ich lese das jetzt gerade live mit. Ja, hat sich unter Kirchenrecht gestellt und ist in den Kloster wird gegangen. Wird er noch besser. Ich bin ja da ganz aktuell unterwegs. Ich weiß ja auch nicht, ich folge das ja alles nicht mehr. Ja. Gut, okay. Sie ist eine ehemalige Lehrerin. Muss ich jetzt weiter scrollen hier? Oder? Nee, gar nicht. Lass mal eben, fries mal eben, mach mal eben gar nichts eben. Sie hat Ende Juli 2012 entschied die belgische Justiz, die Frau von Dutroux, die also damit auch verurteilt worden war, damals rechtskräftig, wegen guter Führung auf Bewährung unter Auflagen vorzeitig nach 16 Jahren Haft freizulassen. Die belgische Justiz genehmigte einen Resozialisierungsplan, der Michel Martins Aufnahme in einem Kloster der armen Schwestern der heiligen Clara von Assisi in Malone bei Namsur von sah, ohne dass sie selbst Nonne wird. Sie darf sich zudem den Familien der Opfer nicht nähern und sie muss sich einer Psychotherapie unterziehen. Der Staatsanwalt und die Angehörige von den Opfern legten Einspruch ein, aber die Einsprüche wurden als unbegründet abgelehnt. Es sei kein Verfahrensfehler und so weiter und so fort. Und der Vater eines der ermordeten Mädchens sprach davon, dass ein Monster an die Öffentlichkeit und eine Wiederholungstäterin entlassen werde. Michel Martin kam gleichen Tags frei und fand sich in dem Clarissenkloster in Malone bei Namur ein. Wegen Nachwuchsmangel wollten die Nonnen das Kloster bis spätestens 2015 aufgeben und nach Woluwe, nahe Brüssel, übersiedeln. Für Martin war der Umzug dorthin nicht möglich. Somit ergab sich die Notwendigkeit, eine neue Unterkunft für sie zu finden, da ansonsten eine der Voraussetzungen für ihre damalige Haftentlassung nicht mehr erfüllt ist. 2014 wurde ihr gestattet, ihren Wohnort frei zu wählen. Sie darf Belgien allerdings nicht verlassen und damit teilt sie das momentane Schicksal von ganz vielen ganz normalen, nicht verurteilten Menschen. Kann man sich ja nur noch drüber aufregen. Ja, geht weiter.
Mann. Wenn man da nicht dran riechen kann, dann weiß ich allerdings auch nicht. Ich wollte noch mal kurz einen Fall von einem dieser Zeugen sagen, die da verstorben sind. Der fuhr in einem Auto abends auf einer geraden Straße, die gut ausgebaut war, und fuhr knall in eine Mauer eines Hauses rein, ohne dass mit seinem Auto oder irgendwas auf der Straße kaputt war. Also sollte man sich mal irgendwie fragen, wie das passieren kann. Auf gerader Straße mit einem ordentlichen Auto in guten Wetterumständen da zu fahren und knall in eine Hausmauer rein zu rasen. Warum ein Staatsanwalt sich dann plötzlich umbringt, währenddessen der so einen wahnsinnigen Fall bekommt und damit eigentlich Karriere machen könnte, muss man sich ja auch mal fragen. Ne? Ja, und einen Richter haben sie ja abgezogen, weil der mit dem Vater von der unglaublich mal Pizza gegessen hat. Irgendetwas, ja, Befangenheit oder so dann. Ne? Ja. Hier sind mal die Namen der Zeugen, die Verbindung zum Fall, der Todeszeitpunkt und die Todesursache. Wir brauchen nur die Todesursache zu haben und schon können wir dann schon so ein bisschen mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Natürlicher Tod. Mhm. Naja. Selbsttötung durch Kopfschuss. Dann von Dutro vergiftet. Dann vergiftet, was zuerst als Selbstmord deklariert wurde, aber nach Autopsie als Vergiftung, also als Mord, ne? Sollte man vielleicht auch da mal sagen. Dann jemand, dessen Fuß nur gefunden wurde und der Rest eben nicht. Dann Unfall, jemand, der vor einem Zug fiel. Aber wenn man fällt, muss man vorher dann irgendwie fallen. Also man kann auch gestoßen werden. Ne? Dann jemand, der in seinem Büro erschossen wird. Dann der Nächste, der erschossen wird. Der Nächste, der einen Herzinfarkt erleidet. Der andere, der einfach tot umfällt, weil in seinem Asthmagerät ein Betäubungsmittel eingefüllt war. Dann wieder ein Selbstmord. Dann eine Körperverletzung mit Würgen. Dann ein Autounfall, wahrscheinlich meinst du den oder die. Dann ein Suizid, verbrannt in ihrem Bett, nachdem im Schlafzimmer verteilt Methanol wurde und angezündet worden ist. Dann ein angeblicher Suizid, das ist eben genau der Generalstaatsanwalt. Ohne Obduktion. Das musst du dir mal vorstellen. Ohne Obduktion. Ein Staatsanwalt macht Suizid. Ohne Obduktion. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist doch überhaupt nicht. Da fällt einem noch nichts mehr zu ein. Der nächste Polizist, der sich aufhängt, noch ein Suizid, dann wieder ein Herzinfarkt, dann ein Autounfall, dann noch ein Autounfall, dann wieder ein Autounfall, dann wieder ein Selbstmord und unbekannt. Also. Jeder, sage ich jetzt mal, der älter ist als ein paar Jahre, der kann sich damit ausrechnen, dass diese Anhäufung von Dingen nicht normal ist. Also alle sagen, da wurde vertuscht und da wurde behindert, wo es nur geht. Wir sind Stunde der Wahrheit hier. Wir sagen hier keine Dinge, die nicht Hand und Fuß haben, die keine Fakten belegen. Wir zeigen hier Dinge auf und kombinieren muss jeder selber. Und deswegen auch diese Seite hier mit der Pusteblume, auch sehr interessant. Ja, viele Sekten sind aufgeflogen, auch solche, die nach außen hin unscheinbar und nett wirken, die aber dann, steht ganz unten drunter, sich hinter verschlossenen Türen Misshandlungen aller Art auch an Kindern strafbar machen. Und meine Anmerkung ist, und wer ist die größte Sekte davon? Soll ich das jetzt beantworten? Nein, das kann jeder da draußen selber beantworten. Das ist, glaube ich, nicht mehr schwer. Da habe ich ja eine ganze Serie zu gemacht, ne? Systematischer ... Kindesmissbrauch. Kann man sich ja mal anschauen. Genau, genau. Schon wieder Publicity für den Kanal. Ja, kann ich ja nicht helfen, wenn ich die ganzen Dinge bearbeitet habe. Ist ja richtig. Die Seite sagt jetzt hier, es ist schwer, eine gesunde Grenze zu ziehen, denn man kann natürlich jetzt nicht jemanden als Satanist bezeichnen, nur weil er sich mal einen Horrorfilm anguckt. Der wird natürlich nicht direkt einen Mord begehen. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Musik von Depeche Mode oder von anderen Menschen. Aber es geht darum, frühe Warnsignale ernst zu nehmen und den Schilderungen von Opfern mehr Beachtung zu schenken, sich künftige Fälle vor Augen zu halten, weil ein paar Fälle, die wir jetzt genannt haben, die sind tatsächlich passiert und die sind aktenkundig. Es gibt eben Menschen, die bereit sind, für ihren Glauben schlimme Verbrechen zu begehen und sich dahinter kann auch mehr verbergen, als man oberflächlich vielleicht vermuten möchte. Definitiv kann niemand behaupten, dass es keine Verbrechen vor einem satanischen Hintergrund gäbe, so unwichtig diese bei der Betrachtung durch die deutsche Justiz auch sein mag. Also Deutsch, was ich nicht sehe, existiert nicht, funktioniert nicht. Und diese Seite Pusteblume würde sich wünschen, dass sich unsere Justiz im Thema mehr widmet und rituelle Gewalt als eigenen Tatbestand anerkennt, um den Mythos satanische Kult und rituelle Gewalt als die bittere und schwer zu verkraftende Tatsache darzustellen, die sie leider ist. Punkt. Dass sich unsere Justiz oder unsere Regierung dem Thema mehr widmet. Und da muss ich genauso lachen wie in der Zeit, als Donald Trump in Amerika als Präsident ankam, der einen Slogan hatte, der hieß
I'm gonna dry out the swamp. Ja? Ich werde den Morast hier trockenlegen. Man kann den Morast nicht trockenlegen, von dem man selber ein großer Teil ist. Ne? Man kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Mist ziehen, aus dem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Und wenn ich hier, entschuldige, mit allem Respekt vor dieser Seite, aber wenn jemand so einen Quatsch schreibt, ich würde mir wünschen, dass unsere Justiz sich nicht mehr widmet, dann hat die überhaupt keine Ahnung, wie diese Justiz funktioniert. Dann hat die keine Ahnung, wie Regierungen funktionieren, dann hat die überhaupt keine Ahnung, von was da wirklich abgeht. Das ist ein Satz, den würde ich einem 10-Jährigen zutrauen, dass der das schreiben würde, wenn der mit dem Thema bekannt gemacht würde. Der würde in seiner Klassenarbeit schreiben, ich würde mir wünschen, dass unsere Justiz sich mir mit dem Thema widmet. Aber einem 10-Jährigen kann ich nicht vorwerfen, dass er sich da nicht mit auskennt. Aber wer so eine Webseite macht und sowas schreibt, das ist ja schon schlimm. Ja, aber es geht sich jetzt hier bei dieser Person, die ich nicht näher kenne und noch nicht untersucht habe, um diesen Punkt, dass sie halt einfach hier ein paar Fälle aufgezeigt hat. Und deswegen fand ich diese Seite erwähnenswert. Nicht in dem Kontext natürlich, dass natürlich klar ist, dass die Justiz das gar nicht verfolgen kann, weil es keinen Straftatbestand darstellt. Das ist doch der Punkt. Naja, und vor allen Dingen... Die Justiz kann doch nur das darstellen und nur das behandeln, wo sie letzten Endes auch einen Auftrag zu hat. Beispielsweise ja auch in den USA im ersten Zusatz Artikel zur Verfassung, First Amendment, dann auch die Religionsfreiheit drinstehen haben. Wenn eben Leute sagen, ja, ich verehre eben einen Ziegenbock oder einen Baphomet oder was weiß ich und so weiter und so fort, dann ist das erstmal für sich gesehen kein Straftatbestand. Der Punkt, den ich sagen will, ist doch nur, uns wird doch weisgemacht, dass es in unserer, zwischen Anführungszeichen, Demokratie eine, zwischen Anführungszeichen, Gewaltentrennung gibt. Ja? Ja, wir haben die Legislative, die die Gesetze macht, wir haben die Exekutive, die die Gesetze durchführt und wir haben die Judikative, die über diese die über die Gesetzesübertretungen, wenn die verfolgt. Und wir haben als vierte Macht die Medien, die dafür sorgt, dass die ersten drei genau diese Aufgaben erfüllen. Das Problem ist, all diese vier, die ich gerade eben genannt habe, schlafen unter derselben Decke und werden gestreichelt von derselben Hand da oben drüber. Und da passiert überhaupt nichts. Und das sollte jemand, der eine solche Webseite macht und sich mit solchen Sachen beschäftigt, der sollte das wissen. Und wer das nicht weiß und dann so einen lächerlichen Satz hier zum Schluss schreibt, Entschuldigung, ich rieche mich da wirklich drüber auf. Ja, das ist wirklich kindisch. Ja, dann können wir da vielleicht auch noch oben einen noch oben draufsetzen. Ich meine, das Skript hat eh nur noch 3 oder 4 Seiten. Wir haben einen oben draufsetzen und sagen können, jeder, der das eben jetzt zur Sprache bringt, wird nämlich umgekehrt verfolgt von dem System. Und dem wird nämlich immer zur Last gelegt, der Motto, warum interessieren Sie sich denn für diesen Inhalt? Verstehst du, das System dreht das komplett um. Das heißt, jemand, der sagt von wegen, ja, meine Tochter oder mein Sohn oder ich kenne da jemanden und so weiter und so fort und so, dann begibst du dich in ganz, ganz gefährliches Fahrwasser. Deswegen dann natürlich dann auch beispielsweise die Zeugin X1, Regine Lüf, dann natürlich auch völlig unglaubwürdig gemacht worden ist. Die kann ja eigentlich noch froh sein, dass sie heutzutage überhaupt noch lebt. Bei den ganzen Todesfällen, die wir da eben aufgezeigt haben. Das heißt, das zu bezeugen, dass es das gibt, ist ja schon lebensgefährlich. Das ist ja bei 27 ermordeten oder zumindest 27 toten Zeugen ja schon mehr als offensichtlich. Das, was du gerade eben gesagt hast, das lässt mich direkt denken an die Sache, die mit Tony Alamo passiert ist. Und Tony Alamo, da kenne ich jemanden, der ist sogar, als das vor Gericht kam, auf den Stufen des Gerichtsgebäudes gestanden und hat laut die Ungerechtigkeit rausgeschrien in die Welt. Und den kennst du auch. Tom Fress. Mhm. Der hat davon berichtet. Tony Alamo haben sie vorgeworfen, Kinder missbraucht zu haben. Und die römisch-katholische Kirche oder die Regierung der Vereinigten Staaten haben die Kinder aus der Gemeinschaft von Tony Alamo den Eltern weggenommen, haben die in Kinderheime gesetzt und haben sie katholischen Eltern gegeben und haben dafür gesorgt, dass diese Kinder selbst, Bestimmungen zugeführt werden, denen Kinder nicht zugeführt werden sollen. Das, was sie ihm vorgeworfen haben, haben sie selbst getan. Und das ist die römisch-katholische Kirche. Das ist genau das, was du gerade eben in anderen Worten gesagt hattest. Wenn du dich damit beschäftigst und sagst, hey Leute, schaut mal hier, diejenigen in der Macht, die machen das genau richtig. Wenn ich auf jemanden mit dem Finger weise von, guck mal hier, da ist ein Pädophiler, zum Beispiel ein Priester, was ja nun nicht besonders ist, weil die sind ja alle Priester, die sind ja alle pädophil, Ich kenne Fälle, sogar sehr nahe Fälle, aber ich würde jetzt nicht hingehen und würde sagen, jetzt alle sind so. Gut, lass uns dann sagen, dass es ungefähr 90% sind. Ne? Es sind auf jeden Fall, die Dunkelziffer ist auf jeden Fall erheblich, ja. Mhm. Ja,
Gut, also wir gehen darüber aus, dass meine Sendung, die ich gemacht habe, über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch nicht aus dem Daumen gesaugt sind. Ne? Das ist richtig, ja. Klar. Gut, so, und was da alles ans Licht kommt, und wenn man sich dann mal zum Beispiel den Film Spotlight anschaut, den ich immer noch empfehle, auch wenn er natürlich nur einen Teil der Wahrheit beleuchtet, das ist verständlich für viele Leute, um das zu begreifen, das ist doch mal irgendwo ganz wichtig. Da muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, in solchen Fällen wird immer ganz deutlich, wie die römisch-katholische Kirche, wie diejenigen, die herrschen, sich verteidigen, indem sie demjenigen, der irgendwo hinweist, dann genau das vorwerfen, was ihnen vorgeworfen wird. Sie drehen es um. Und damit machen sie genau das, wofür sie stehen. Genau wie sie das Wort der Bibel 180 Grad umdrehen, drehen sie auch solche Anschuldigungen 180 Grad um. Ja? Das ist überall, das Prinzip ist überall dasselbe. Ja? Auch wenn diese Sendung jetzt ein bisschen länger ist, ist mir wurscht, was hat das überhaupt mit Dieter Schmoll zu tun? Aber ja, das nimmt eine sehr interessante Wendung an. Ja. Stunde der Wahrheit kann nicht irgendetwas behaupten, was wir nicht beweisen können. Aber was wir sagen können, ist, dass von vorne bis hinten, und das sagt ja hier die Quelle haben wir schon benannt, von dem einen Menschen hier, der diese Bücher geschrieben hat, der da auch Professor ist, der hat gesagt, dass also alles komplett korrupt ist. Das heißt, wenn man sich dann wirklich Hilfe vom Staat erwartet gegen solche Geschichten, dann wird man nur enttäuscht sein, weil man dann selber zum Opfer wird. Das ist das Problem. Das heißt, die Prävention für satanische Medien und Musik und Medienagenda ist, die Menschen aufzuklären, dass sie eben selber die Eltern ihre Kinder aufklären müssen. Und die Menschen und die Kinder aus den Kirchen rausholen, aus der Welt rausholen. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen. So wie in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 geschrieben steht. Das ist das, was wir machen müssen. Solange die Menschen weiterhin ihre Kinder sorglos in die Schule schicken und noch sorgloser in die Sonntagsschule schicken und noch sorgloser zum Konfirmandenunterricht schicken und so weiter, solange werden sie nicht wach. Und solange, wie die Menschen natürlich jetzt immer noch das neueste Video von Depeche Mode gucken und das neueste Video von Miley Cyrus gucken und das neueste Video von und so weiter und so fort. Das ist immer dasselbe. Ja, das wird halt alles so normalisiert und selbst ein Satansgruß, den ein Mörder oder eine Mörderin vor Gericht machen, den machen dann Tausende, Zehntausende Menschen bei Wacken und denken sich nichts dabei und verstehen eigentlich auch überhaupt nicht, was sie da die ganze Zeit machen, weil sie die Bibel nicht verstehen, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Und deswegen, dafür ist ja diese Sendung da, damit wir die wenigen, die die Wahrheit überhaupt wissen oder die wenigen, die die Wahrheit überhaupt ertragen können, den mal wirklich vermitteln und sagen, guck mal hier Leute, das ist gelebter Satanismus im 21. Jahrhundert. Wir reden jetzt hier über noch im Jahre 2001 stattgefunden wird. Wir reden jetzt hier nicht über Mittelalter oder vor 5000 Jahren in was weiß ich wo. Ja, und ich darf noch mal eben kurz erinnern, wir haben doch im Laufe dieser Sendung auch den Fall von diesem Engländer da erwischt. Kommt genau jetzt. Ach so, okay, kommt das hier nochmal. Das ist genau der Abschluss der Geschichte jetzt. Also da machen wir jetzt kein großes Fass auf, weil wir sind schon bei 90 Minuten. Ja, aber wir waren doch schon mal dabei. Das ist doch schon mal in anderen Fällen, in anderen Sendungen vorgekommen, ne? Richtig. Seville heißt er, glaube ich, ne? Jimmy Seville, ne? Genau, ein ja. BBC-Disc-Jockey, ein geadelter, ein Best Buddy von Prinz Charles. Ein hochrangiger, ein ganz hochrangiger Mensch in England. Ja, und da gibt es also Fälle, ich habe das wirklich nur noch heute ganz schnell da reingeklebt. Der hat also 300 bis über 400 Fälle von Missbrauch an Kindern und an Toten in Leichenhallen in England. Das ist gelebter Satanismus. Der Typ war per Du mit allen möglichen Künstlern, Musikern. Der hat die alle gekannt. Und eine ganze Menge Menschen haben ihn gekannt, inklusive Prinz Charles. Kann man ja jeder selber für sich raussuchen. Warum soll man hier alles auf dem Silbertablett präsentieren? Ist gar nicht. Diese Sendung ist zum Nachdenken und zum Mitdenken und zum Nachrecherchieren gedacht. Seine einflussreiche Position in den Medien nutzte er ebenso wie seine engen Verbindungen zum Establishment, um eine Strafverfolgung zu verhindern. Das ist original Zitat aus der Welt hier. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Das ist echt nur noch furchtbar, was in der Welt da draußen passiert. Aber solange man da rumläuft und sagt, ich will gar nichts sehen, solange passiert da auch nichts. Aber Hauptsache, er ist zum Ritter geschlagen worden. Und damit ist er Mitglied einer elitären Gesellschaft und damit fliegen ihm alle Türen auf und niemand wird wagen, ihn zu bezichtigen. Die Sachen sind rausgekommen, wann? Nachdem der tot war. Weil zu Lebzeiten niemand gewagt hat, ihn zu beschuldigen bzw. ihn anzugreifen, weil er ja mit dem Königshaus. Ne? Und damit sind wir dann auch bei dem Fall Dutroux.
Heißt, wenn da solche Sachen passieren, mit so vielen Todesfällen, mit so vielen komischen Sachen, die da stattfinden und eine wirkliche Strafverfolgung nicht stattfindet, dann muss da ein ganz hochrangiges Mitglied oder Mitglieder mit reinspielen. Ja? Und die Verhaftung von bekannten Persönlichkeiten, die angeblich kurz bevorstehen, was die damalige Innenministerin Theresa May der BBC erzählt hat, ja, auf die warten wir heute noch. Und die wird nicht geschehen. Und deswegen jetzt zum absoluten Schluss der letzte Bogen zu Depeche Mode. Was hat das mit Depeche Mode zu tun? Unten links ist eine Szene aus dem Film von Stanley Kubrick 2001. Da sagt der Computer da, Hello, Dave. Und dasselbe hat sich auch hier diese arme weibliche Fan gedacht, der hier im Internet gepostet hat, ich versuche zum ersten Mal mein David Gahan Poster zu küssen. Me trying to kiss my very first Dave Gahan Poster. Das ist der Leadsänger von Depeche Mode. Ja, so fanatisch sind junge Mädchen oder junge Menschen im Allgemeinen und verführbar, um letzten Endes sogar öffentlich hinzugehen und sich abzulichten, dass sie ihren Star, ihr Idol so verehren, ja, dass sie ihm auch noch da abküssen auf dem Poster. Und was hat das jetzt mit der Bibel und mit diesen ganzen Sachen zu tun? Das hat erstmal viel mit der Bibel zu tun. Was sagt denn die Bibel über solche Geschichten? Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Ja, und was macht sie auf dem Bild da? Sie betet ihren Götzen an, der eben aus Holz ist, nämlich da, wenn man so will, aus Papier ist. Sie beten die alle an. Und was macht denn hier euer Götze Dave Gahan von Depeche Mode? Der ist ja jetzt nur mal ein Beispiel. Wir können jetzt auch Kate Bush und tausend andere benennen. Was machen die denn? Was für ein Zufall, dass der Dave heißt aus 2001. Ja, eben. Ne? Deswegen habe ich das extra reingeklebt. Ja? Fand das gut. Auch rot-schwarz und so passt alles irgendwo. Rot-schwarz-weiß oder Silber. Ja. Ja, so, was macht die denn da jetzt? Die verehrt doch ihn. Für sie ist er ein Götze. Für sie ist er ein Idol. Für sie ist er ein Vorbild. Was macht ihr Vorbild? Ihr Vorbild macht satanische Texte. Blasphemous Rumors, Sacred, Enjoy the Silence und so weiter. Never Let Me Down, die ganze Palette durch, die wir haben. Was macht ihr Idol, ihr Götze denn noch? Ihr Idol schluckt Heroin, schluckt Kokain, macht sich ein Speedball und schneidet sich auch noch die Pulsadern auf und macht angeblich einen Suizid. Das ist ihr Idol. Und wenn euer Idol jetzt irgendein Rocksänger ist oder war, und euer Idol geht hin und schlachtet auf der Bühne irgendein Tier, oder so wie Ozzy Osbourne, ne? Oder tötet irgendein Tier auf der Bühne, wie sieht denn die nächste Geschichte da aus beim Wacken-Festival? Wenn da irgendjemand dann wirklich mal Blut vergießt, dann grölt die Menge, oder? Und was ist, wenn das dann tatsächlich dann irgendwann mal so ist, vielleicht in 10 oder in 20 Jahren, dass es dann vielleicht zu Usus ist, dass man dann halt wirklich dann nur in dem Death-Metal-Bereich von sich reden macht, wenn man dementsprechend auch bewiesen hat, dass man dazugehört und dann noch brutaler ist als die anderen. Die Spirale geht da immer weiter. Und wo endet die Geschichte denn dann? Dass diese fanatischen Menschen da eben eine Vorbildfunktion haben und dass andere junge Menschen denen nacheifern. Wenn es schon Menschen gibt, die aufgrund eines Satanistenmordes ihre Eltern umbringen, wie sieht die Geschichte denn aus, wenn einer eurer Stars mal dann plötzlich zum Amokläufer wird? Wie viele Nachfolgetäter gibt es denn da und wie viele Medien gibt es denn dann da, die darüber nicht berichten oder nicht berichten dürfen? Versteckt mir ja fast die Sprache bei diesen ganzen Gedanken, die da jetzt kommen und bei den ganzen Schlussfolgerungen. Dann guckt euch mal auf der letzten 2-3 Seiten eine ganz andere Schlussfolgerung an. Das ist ein fotogeshopptes Bild von Dave Gahan von Depeche Mode. Ne? Teufelshörner, Drachenflügel, ein Schwanz hinten dran, klar, wen er darstellt, ne? Ein Teufel persönlich, alles klar. Und er hat 1985 schon ein Lied gesungen, was ihm da der Martin Gore getextet hat, und das heißt Blasphemous Rumors. In diesem Lied wird Folgendes gesagt: Ein Mädchen von 16, das ganze Leben noch vor sich hätte, hat sich ihre Handgelenke aufgeschlitzt. Die war vom Leben gelangweilt und hat eben keinen Erfolg gehabt und dank dem Lord für kleine Gefälligkeiten. Und nochmal zu einer der ersten Depeche Mode Folgen. David Gahan
war Heroin- und Kokainabhängig. Hier steht wurde. Ich weiß nicht, wie er heute seinen Zustand aussieht, aber ich sehe anhand seiner Gestik seinen Geisteszustand. Nach einem Suizidversuch am 17.08.1995, das ist 25 Jahre her, wurde er in eine Entzugsklinik eingewiesen. Nach wenigen Tagen wurde er wieder entlassen und dann hat er knapp ein Jahr später sich eben in einem Hotelzimmer einen Cocktail gespritzt. Ne? Er war für 2 Minuten klinisch tot. So, er hat also angeblich versucht, sich die Pulsadern aufzuschlitzen und einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt. Jetzt vergleicht das mal mit der Cameron, mit der Frau von Jack Parsons und der Geliebten von Scientology-Gründer Ron Hubbard. Während sie in Mexiko war, hat sie angefangen, Blutrituale in der Hoffnung, um wieder vereinigt zu werden mit dem Geist ihres verstorbenen Ehemannes Jack Parsons. Währenddessen hat sie ihre eigenen Handgelenke aufgeschlitzt oder angeritzt. Und dann geht der Satz weiter. As part of this ritual, als Teil ihres Rituales, hat sie eben dann eine neue magische Identität namens Hilarion erhalten. Und nach 2 Monaten ist sie nach Kalifornien zurückgekehrt und hat einen Selbstmordversuch gestartet. Wenn er jetzt den Punkt weglässt in dem blau markierten, heißt der Satz, sie hat ihre eigenen Handgelenke aufgeschlitzt als Teil dieses Rituals. Wir haben ja oben schon gesehen, Blutritual. Was ist das denn anderes, wenn ich meine Pulsadern ausschneide als ein Blutritual? Können wir uns wirklich sicher sein, dass Dave Gahan wirklich versucht hat, Selbstmord zu machen? Oder können wir nicht eher auch zumindest annehmen, dass Dave Gahan auch ein Ritual durchgeführt hat? Und bei den ganzen Sachen, die er gemacht hat, mit Drogen, mit im Sarg liegen, mit seinen Texten und, mit Autos anzünden, alles, wo wir schon über 10 Stunden geredet haben, würde ich diesem Menschen auch alles zutrauen. Ein Menschen, der euch mit satanischen Gesten und solchen Texten überhäuft ohne Ende. Und er partizipiert daran und er verdient daran Geld. Und deswegen sage ich jetzt mal, das sind im Endeffekt alles Magier, wenn man so will. Die machen alle Rituale. Und auch eine Band wie Depeche Mode, die nehme ich da nicht aus. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch extremst auswirken. Und da kann ich letzten Endes nur vorwarnen. Ihr seht, wie das passiert. Ihr seht die Zusammenhänge zwischen Wacken, zwischen Satansgrüßen und so weiter und so fort. Glaubt mal nicht, dass das besser wird. Glaubt eher, dass das schlechter wird. Und auch in den Ritualen, den Blutritualen, war Musik im Spiel. Das haben wir auf der nächsten Seite. Das ist nämlich genau dieses hier. Genau, Sergei Rachmaninow, die Insel der Toten. Das ist überliefert, dass es eben Teil dieses Rituals gewesen ist. Und deswegen sage ich nochmal, Musik ist ein Teil eines Rituals. Und Dave Gahan ist ein Teil einer rituellen Band namens Depeche Mode. Und Depeche Mode ist letzten Endes dann die Depesche, die modische Depesche, der Sache, die gerade angesagt ist und damit inzwischen Satanismus angesagt ist, macht Depeche Mode genau diese Musik. Warum? Weil sie genau in diesem Geiste sind, weil sie erfolgreich sein wollen und müssen. Und deswegen geht alles in Richtung Satanismus. Und jetzt zeige ich euch mal die letzten Bibelverse und dann sage ich euch auch im letzten Bibelvers, beziehungsweise der Jörg, was dann wirklich Depeche Mode wirklich wäre. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Und zu diesem letzten Vers muss ich ganz kurz hinzufügen, schaut euch dringend die Lesung Eine für alle für eine, Königin des Himmels an, wo deutlich wird, dass die römisch-katholische Kirche lehrt, dass Maria, die wirkliche leibliche Mutter Jesu Christi, nicht wie jeder Mensch geboren wurde, sondern immaculate empfangen wurde, also sündenfrei empfangen wurde. Das heißt, sie ist nicht aus demselben Fleisch wie alle Menschen und aus eben diesem nicht selben Fleisch ist Jesus Christus entstanden, ja, ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. Und deswegen sagt 2. Johannes 1,7, denn viele sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, nämlich im Fleisch des sündigen Menschen. Es wird in der römisch-katholischen Kirche die Lehre weggenommen, dass Jesus Christus im Fleisch kam, dass dasselbe Fleisch ist wie unseres. Und das ist der Geist des Antichristen. Weiter muss man gar nicht lesen, um zu wissen, dass die römisch-katholische Kirche die antichristliche Kirche ist. Schaut euch
die Eva, eine für alle, alle für eine, Königin des Himmelslesung, unter anderem, mal an. Musste ich hier eben zufügen, Michael. Und als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah, da spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand, und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Das ist die wahre Depesche. Vielen Dank für 180 Folgen, für eure Treue da draußen. Und ich hoffe, dass diese Sendung eindeutig genug war, um euch wirklich zu zeigen, wo die Anfänge liegen, welche Gefahren liegen und wie die Situation da draußen inzwischen aussieht. Die sieht nicht besser aus als vor 2000 Jahren und sie wird auch laut der Bibel immer schlimmer. Und ich denke auch, dass auch der Fall Dutroux wichtig gewesen ist, um wirklich zu sagen, wirklich zu zeigen, guck mal hier, diese ganzen Informationen, die ihr über satanische Netzwerke bekommt, da müsst ihr graben, die kriegt ihr nicht vom Mainstream. Da müsst ihr graben. Wenn wir da reingehen würden, können wir alleine von 12 Sendungen machen, locker. Und ich denke, die Leute da draußen würden dann ihre Haustür dreimal abschließen. Also das ist wirklich so eine Welt da draußen. Ihr müsst bitte eure Kinder warnen davor. Ja, die sollen also wirklich mal mit offenen Augen durch die Welt gehen. Eltern haften nicht nur für ihre Kinder, Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. Und ihr könnt eure Kinder bitte nicht in irgendwelche Gefahren laufen lassen. Und wenn ihr dann merkt, eure Kinder hören dann die Musik von Miley Cyrus, eure Kinder hören dann die Musik von Billie Eilish, alle die ganzen wirklich ganz, ganz, ganz fiesen Sachen, oder von Justin Bieber mit seinem Eulentattoo, klärt eure Kinder auf. Geht hin, was wir machen jetzt hier, und geht das hin und tragt das weiter. Sagt das zumindest eure Kinder, selbst wenn die euch auslachen, ihr habt es gesagt. Und klar werden die erstmal komisch reagieren und sagen, was will denn die Olle jetzt von uns? Aber ihr habt es gesagt, es ist raus. Und ihr habt dann wirklich ein gutes Gefühl und sagt, okay, mein Kind läuft nicht da draußen rum wie ein Zombie und weiß von nichts. Ihr müsst eure Kinder warnen. Ihr habt eure Kinder lieb und eure Kinder vertrauen euch. Bitte tragt das weiter und schaut mit offenen Augen auf eure Lieblingsgruppen, auf euren Lieblingsinterpreten, auf euren Lieblingsschauspieler und guckt nach, warum die so erfolgreich sind, welche Tattoos die haben, was der Name aussagt und so weiter. Alles das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und was wir in anderer Form in der Zukunft dann weitermachen. Aber gebt auf eure Kinder Acht. Die lieben euch und die vertrauen euch. Und die sind alle Kinder Gottes. Die sind alle Kinder Gottes. Ihr habt eure Kinder lieb. Und wenn ihr eure Kinder liebt habt, dann vertraut ihr denen. Und wenn ihr eure Kinder liebt habt, dann erzählt ihnen von der Bibel. Denn das ist die einzige Depesche, die einzige frohe Botschaft. Und deswegen danke ich jetzt für eure Treue und alles Gute für euch und eure Kinder. Habt euch wohl, seid gesegnet vom Herrn da oben, von dem einzigen Herrn, den wir haben, der Herr Jesus Christus und der allmächtige Gott. Und jetzt gebe ich natürlich nochmal weiter an den Jörg. Vielen Dank für alles. Ja, danke für deine wunderbare Zusammenfassung. Ich bin hier gerade ein Wort am Suchen im Dokument. Das fiel mir vorhin kurz ein, aber da waren wir schon drüber hinweg. Und ich wollte da nochmal kurz gerne drüber sprechen zum Abschluss. Das Wort Krokodil kam hier in dem Dokument vor. Und da ging es um den Kindesmissbrauch, dass das irgendwie als Symbol für Kindesmissbrauch steht, ne? Hier, Aufklärungsgruppe Krokodil. Genau. Okay, Aufklärungsgruppe. Warum ist das so wichtig? Erinnert ihr euch an das Lied Schnappi, das kleine Krokodil, das alle kleinen Kinder und Mädchen so süß mitgesungen haben? Ja?
Und dann nennt sich hier die Aufklärungsgruppe darüber Aufklärungsgruppe Krokodil. Solche Namen sind nicht per Zufall entstanden. Das ist genau wie mit Pizzagate. Ich habe mich selbst mit Pizzagate nie besonders beschäftigt, aber da sind ja auch diese Codewörter, die dafür gebraucht wurden, die dafür gebraucht werden. Ne? Und ich musste, als wir das mit der Aufklärungsgruppe Krokodil kurz darüber gelesen hatten, musste ich denken an Schnappi, das kleine Krokodil. Das sind so diese kleinen Schnäppchen, sage ich mal. Ne? Schnappi, Schnäppchen, ja, Wortspielchen, mit denen sie euch Dinge sagen, die sie euch auf andere Art und Weise nicht sagen wollen. Ja? Und das ist genau das, worum diese Sendung, diese satanische Medienagenda, sich die ganze Zeit drum dreht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt richtig liege mit meiner Verbindung legen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Gruppe Krokodil sich mit Kindesmissbrauch beschäftigt und das dann, wann kam das Lied denn raus? Das war doch irgendwann Anfang der 2000er Jahre, ne? Ja, das ist schon lange her. Das Problem bei Krokodil, ich habe da eben auch gelesen und ich war da auch nicht gerade begeistert von der Namenswahl. Aber du weißt ja selber, wie viel Information da in jeder Sendung drin steckt. Also Schnappi, das kleine Krokodil, ist aus dem Jahre 2004. Ich wollte gerade sagen, 2004, ne? Ja, ja. Das Jahr, wo meine Frau mich für einen Pädophilen von verlassen hat. Nur mal eben dazu, wie das wieder passt. Es geht einfach für mich, wenn du jetzt Krokodil ansprichst, Schnappi ist das Problem bei Krokodil, das ist eben ein Raubtier. Ja. Und ein Raubtier, was letzten Endes dann im Hinterhalt auch noch liegt. Ne? Also unsichtbar. Also unsichtbare Gefahr. Und das ist nicht niedlich. Nee. Ein Raubtier ist nicht niedlich. Ja? Gut, das ist dann jetzt vielleicht nicht der Abschluss für diese Sendung, den wir uns vorgestellt haben vielleicht, aber auf diese Sache wollte ich nochmal kurz eingehen, weil mir ist das Wort einfach, mir ging das nicht mehr aus dem Kopf. Aufklärungsgruppe Krokodil, Schnappi, das kleine Krokodil, damit kriegt man die Kinder doch gerade eben, mit so einem Kinderliedchen, mit so einer süßen Melodie, mit so einem unverfänglichen Text, genau wie Vater Abraham mit seinen Schlümpfen. Ne? Das sind die Dinge, wie sie die Kinder früh kriegen. Ne? Wie hat Adolf Hitler gesagt, gebt mir eure Kinder und ich gebe euch eine Jugend, die ihr nicht mehr erkennt. Ne? Sowas in der Richtung. Und genau das macht die römisch-katholische Kirche. Deswegen hat Michael ganz deutlich gesagt, passt auf, wo ihr eure Kinder hinschickt, was eure Kinder machen, welche Musik sie hören, mit welchen Dingen oder Leuten oder Menschen sie sich umgeben. Holt sie raus, wie ich vorher schon gesagt hatte, aus den Kirchen, holt sie raus aus dem Konfirmationsunterricht, holt sie raus aus den Schulen in der Hinsicht, wie ihr das zumindest könnt. Eltern, setzt euch abends mit euren Kindern zusammen, geht durch, was in der Schule besprochen wurde und haltet das, was da besprochen wurde, was eure Kinder euch erzählen, gegen die Bibel. Und dann seid ihr verantwortlich dafür, dass eure ganze Familie die ganze Waffenrüstung Gottes anzieht, wie sie in Kapitel 6 des Buches der Epheser, Verse 10 bis 18 beschrieben steht. Weil der Teufel schießt die ganze Zeit listige Pfeile auf euch. Und um diesen zu widerstehen, brauchen wir das Wort Gottes. Brauchen mal, ich wir jetzt, die Bibel. Jetzt muss ich mal zurückschießen eben. Ja gut, ja. Gerne. Das ist genau die Geschichte, wo ich dann eben so drüber gelesen habe, wo ich gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass dieser eine Star da ein Tattoo hat mit der Bibel und mit diesem Bibel-Tattoo, so antichristlich das auch immer ist, seine Fans schockiert. Die sind ja nicht schockiert darüber, dass er ein Tattoo hat, was unchristlich ist, sondern dass er sich die Bibel als Tattoo ausgesucht hat. Ja, da müssen wir uns mal vorstellen, so im Satanismus sind schon die Fans eines Teenies, dass die schockiert sind von einem Tattoo einer Bibel. Dann weiß man doch bitteschön, in welcher Zeit wir doch mittlerweile leben, oder? Ja. Also der Satz, der hat mich hier so dermaßen Kopfschütteln verursacht, also das ist nicht mehr feierlich. Und wie gesagt, ich will nicht immer alles jetzt hier doppelt und dreifach sagen. Ich denke, wir haben schon eine ganze Menge erzählt in 180 Folgen. Aber egal, ob man sich jetzt Depeche Mode raussuchen würde oder eine andere Gruppe, macht doch mal Modern Talking. Ja, wieso Modern Talking? Guckt doch Cherry Cherry Lady, dann wisst ihr doch schon ganz genau. Guckt euch die Symbolik an mit Cherry Cherry Lady.
Also nur mal als Beispiel, so kann man alles behandeln, aber das ist nicht zielführend. Zielführend ist erst dann, wenn ihr eure Kinder informiert oder ihr zu eurem besten Freund geht und sagt, hier kann ich nicht mal sprechen, ich habe da letztens was gesehen, das ist sowas von unglaublich oder sowas von verrückt und wie auch immer, dass ihr damit dann wirklich auch versucht, dann halt auch eure Menschen, die euch am Herzen liegen, da zu involvieren. Das Anliegen dieser Sendung ist nicht, um ein Unterhaltungsformat zu bieten oder sagen, guck mal hier, was wir gesehen haben oder was wir entdeckt haben oder wie toll die King James Bibel ist. Das muss sein, dass man halt einfach die Menschen wachrüttelt. Deswegen haben wir die Künstler gemacht. Wachrütteln. Wachrütteln heißt letzten Endes dann auch wirklich hinzugehen und dann zu sagen, nee, also ich habe da keine Lust mehr in diesem System zu leben und mich jeden Tag von morgens bis abends veräppeln zu lassen. Und wenn ihr das alles gegen die Bibel misst, dann seht ihr letzten Endes nämlich auch, wo die ganzen Sachen herkommen. Dann könnt ihr jeden Interpreten von Wacken könnt ihr direkt einsortieren und wisst ganz genau, wo die für stehen. Da müssen die noch nicht mal den Mund aufmachen. Dann guckt ihr euch die Songtexte an, guckt ihr euch die Symbolik an und dann ist auch schon klar, die sind alle gegen die Bibel. Alle. Nicht nur die von Wacken, Michael, das sind alle anderen Künstler natürlich auch. Aber du sagst gerade von wegen wachrütteln, die Leute. Das ist das, was diese Sendung tun will. Und das ist genau das Zeichen, dass wir wiedergeborene Christen sind, Michael und ich. Weil dieses Wachrütteln, das heißt euch warnen. Warnen vor der Gefahr, die da abkommt und die da ankommt. Und wenn ich euch vor der Gefahr warne, dann ist das ein Zeichen der Liebe. Ja? Weil wenn ihr uns egal wärt, dann würden wir euch doch ins Verderben laufen lassen. Dann wäre es uns doch egal. Wie Käse, der stinkt von allen Seiten gleich. Ist es aber nicht. Wir lieben die Menschen und wir wollen, dass niemand vom Teufel weiterhin verführt wird. Und deswegen rütteln wir euch wach. Und deswegen ist dieses Wachrütteln euch die Wahrheit erzählen. Und ob ihr die Wahrheit wollt oder nicht, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Ob sie euch gefällt oder nicht, das verändert sie nicht. Ihr könnt durch eure Ignoranz, durch diese Themen zu ignorieren, ja, die Wahrheit nicht verändern. Wir können da nur darauf hinweisen und wir tun das aus Nächstenliebe. Und nicht, weil wir uns lustig machen über Musiker oder über irgendwelche Dinge, die mit denen passiert sind, egal welche der abgelaufenen Gruppen das jetzt war, von A bis Z, wie viele wir auch besprochen haben. Natürlich haben wir hier und da mal ein wenig gelacht und waren selbst ein wenig ungläubig mit den Dingen, die man gelesen hat, weil es ist manchmal so schlimm, dass man es schon gar nicht mehr glauben will. Aber es ist alles wahr und es ist alles noch viel schlimmer, als wir euch aufgezeigt haben. Und eben, wir zeigen euch das, weil wir euch lieben. Das ist unsere Nächstenliebe. Ja? Das ist das, was Jesus Christus von uns verlangt hat. Er sagt, das erste Gebot ist, du sollst den Vater im Himmel lieben mit deiner ganzen Macht, mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du hast. Und das zweite Gebot ist dem ersten gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich durch meine Wiedergeburt erkannt habe, dass ich so verführt wurde und nicht wer verführt werden will, dann will ich auch nicht, dass meine Brüder und Schwestern verführt werden. Und darum diese Warnung dieser Serie. Auch wenn es 180 Teile gedauert hat und wenn das jetzt eine überlange Sendung geworden ist, die kann von mir aus 3 Stunden laufen. Das ist mir schittigol, wie man bei uns in Hamburg sagt. Das dachte ich mir schon. Da kannst du auch gleich mit abschließen. Ich wollte nur sagen, das ist mir schittigol, wie wir bei uns in Hamburg sagen, ja. Hauptsache, ihr nehmt da was von mit. Und ihr begreift, dass wir diese Sendung nicht für uns gemacht haben, sondern dass wir die gemacht haben für euch und dass wir die gemacht haben im Namen unseres Herrn Jesus Christus, den wir nur in der Bibel finden, weil die ganze Welt tritt und spuckt nur auf die Bibel. Und wir tun das nicht. Wir halten sie hoch, weil das ist die Waffenrüstung Gottes, die wir haben. Die einzige Verteidigung, die wir haben gegen die feurigen Pfeile des Teufels. Und damit beende ich meinen Teil, außer Michael spricht mich gleich nochmal an und sage bis zum nächsten Mal bei einer anderen Lesung. Lest eure Bibel und jetzt gebe ich wieder an den Michael. Maranatha. Ja, danke schön, Björk, für deine ganze Mitarbeit. Und wir werden dann, wie gesagt, noch ein anderes oder andere Sachen besprechen. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit Musik, erstmal Schluss mit lustig. Eine Sache geht mir noch im Kopf rum gerade, und zwar habe ich zum ersten Mal ein photoshopptes Bild gezeigt, und zwar von dem Dave Gahan mit seinen Drachenflügeln da. Also ich gehe mal mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf aus, dass das photoshopped ist. Das ist nämlich auch genau der Punkt jetzt. Der Punkt ist folgender, die Technik ist heutzutage so weit, dass es sogenannte Deepfakes gibt. Genau das Bild meine ich, das blaue, was du gerade hattest. Ne, das ist davor.
Ihr könnt euch auch an Bildern kaum noch, genau, auch kaum noch orientieren, wenn ihr nicht wisst, wer hat das gemacht, wo kommt das her, ist das wirklich das, ist das echt oder gefälscht? Mittlerweile ist das alles so listig geworden mit Hologrammen, mit ganzen Geschichten, und da kommt auch noch eine Sendung drüber. Es geht um den Punkt, an den Songtexten, die offiziell abgedruckt sind auf dem Plattencover, die singen, kommen die nicht dran vorbei. Na? Das heißt, wenn ihr die Songtexte habt, dann habt ihr schon mal ein Statement, eine Frucht, die ihr erkennen könnt. Dann an den Lebensläufen, die vor allen Dingen dann quergesteckt werden mit mehreren Quellen, kommen die Menschen auch nicht dran vorbei. Wenn klar ist, dass jemand verurteilt worden ist, wenn es Gerichtsakten gibt und so weiter, dann sind das Fakten, dann sind das belastbare Fakten, die kann man auch zu Rate ziehen. Aber sonstige Sachen, die im Internet kursieren, von wegen, ich habe jetzt hier mal gehört oder der und der hat das kopiert und ich weiß nicht mehr genau, wo die Quelle ist, dann nennt die Quelle am besten gar nicht. Ihr müsst eine belastbare Quelle haben, damit euch die Leute nicht dann nachher dann die Geschichte dann auch wieder im rumdrehen, sozusagen. Guck mal hier, du bist ein Theoretiker oder irgendwas ähnliches. Und Songtexte sind belastbar, Lebensläufe sind belastbar so, und mehrere Quellen gleichzeitig sind dann belastbar, wenn man dann sieht, da gibt es verschiedene Zeugen für. Und natürlich auch Symboliken, die benutzen und dann euch irgendetwas erzählen, von wegen, das hat jetzt auch mittlerweile eine ganz andere Bedeutung. Es hat immer die ursprüngliche Bedeutung. Die Namen, die Etymologie des Wortes, der Wörter, die die Menschen benutzen oder den Gruppennamen, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und ihr habt ja mittlerweile bei 180 Folgen gesehen, wie das jetzt hier vonstatten geht und welche Querverbindungen man da legt. Das ist wirklich nicht so schwer. Das kann jeder auch in seiner Lieblingsgruppe machen und man kann natürlich dann auch ins Unendliche gehen, aber nochmal dazu, Bilder sind heutzutage schwierig, weil sie manipulierbar sind. Tondokumente sind im Übrigen auch extrem manipulierbar, das heißt, da muss man auch aufpassen. Ich habe beispielsweise in der Rede des amerikanischen Präsidenten von gestern, dem 4.10. oder in den 3.10. war es dann schon, also dieses Al Smith Dinner, da ist auch ein Artefakt drin, da ist auch etwas nachträglich reingeschnitten. Ich mit meinem Ohr höre das, aber viele andere werden da auch drüber hinweggehen und sagen, aha, das war die Rede, die er gemacht hat. Es ist so viel manipuliert an Bild- und Tonmaterial, was man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen geht es ganz in Ruhe hinzugucken und im Endeffekt wisst ihr ganz genau, wenn die Leute hier mega erfolgreich sind in dieser Welt und ganz komische, diffuse Texte machen, dann könnt ihr da schon sicher sein, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Und rechte Dinge kommen von demjenigen, der zu Rechten Gottes sitzt, obwohl heutzutage rechts ein Schimpfwort ist. Warum wohl? Und deswegen sage ich jetzt einfach, Jörg, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Musikgruppen behandelt, um da uns zurückzulehnen und sagen, okay, ihr habt eine Anleitung dafür und ihr seht, welche Gruppen da jetzt schon dran gekommen sind. Und wir hoffen einfach, dass der ein oder andere dann wirklich zur Bibel gekommen ist und damit dann halt eben auch zum Wort Gottes gekommen ist. Und deswegen nochmal vielen Dank an den Jörg, vielen Dank an euch alle. Und vielleicht sollten wir mal zusammen Maranatha sagen zum Abschluss. Maranatha. Maranatha. To them that seek deep to hide their counsel from the Lord.